Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Mit Puppen arbeiten macht irrsinnig Spaß. Das ist super. Ja, nur wenn die Puppenspieler nicht wären, das ist das Problem. Na, und die Luft darf halt nicht rausgehen. No. Ne? Aber das ist. Oh Gott. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Streter, Bender und Streberg. Hennes. Warum soll ich immer anfangen? Warum soll ich immer anfangen? Sonst schreiben die Leute wieder. Jetzt haben sie auch Gelegenheit. Willkommen zu unserer. Nee, so nicht. Du hast kein Mikro. Komm. Ja, eben. Geht schon los. Ich kann es synchronisieren. Gary und ich teilen uns heute ein Mikro. Ja, Aus tschechischen Gründen. Wir haben uns auch so ein bisschen hemdmäßig, so ein bisschen in Hawaii. Wir haben uns mal was getraut, wir sind in sommerlicher Stimmung. Das ist Lollek und Bollek ganz offensichtlich. Piff und Puff. Ja. Liebe Leute, es ist der 60. Streter Bender Streberg Podcast und zu diesem Jubiläum. 60. Wir wollten uns nicht wie alte Leute an. Wir ziehen uns wie alte Leute an, gerade sehe ich doch tatsächlich. Ja, doch. Ihr doch. Praktisch denken, sehr geschenkt. Wir haben uns einen ganz besonderen Gast ausgedacht. Er ist auch so ein Gast. Ausgedacht. Liebe Freunde, genau. Dieses Podcast, Ralf Rute ist da. Guten Tag. Ja, Ralf Rute ist da. Ralf Rute. Ja. Und ich weiß noch. Die gespielteste Begeisterung, die ich immer. Nein! Ralf Rute ist das. Ralf Rute ist da. Und ich weiß noch. Und ich weiß noch, lieber Ralf, als ich 2000. Ich weiß noch, lieber Ralf. Wir haben ja viel Historie, Hennes. Wir zwei. Damals war ich der Großvater. Ja. Und heute bist du der Bochumer Speck-Wolverine. Aber damals warst du der Großvater. Oh, darf ich das in meine Biografie schreiben? Thorsten steht, der Bochumer Speck-Wolverine. Klingt authentisch. Klingt gut. Wir haben uns eben noch unterhalten, weil es gibt ja wahrscheinlich von jedem von uns, es gibt so einen Black Thorsten Streter oder einen Pakistani Hennes Bender. Und wie schön das wäre, wenn wir diese Doubles mal hier hätten. Und jetzt bist du Thorsten, Wolverine. Dein Popschutz. So. Ja. Aber Kondo. Ralf und ich, wir kennen es schon so lange, da hattest du noch eine Frisur zu der Zeit. Und ich kann mich erinnern. Die ist noch da, aber jetzt woanders. Ah, die ist ja woanders. Ach, hast du mir geschrieben neulich. Ja, okay. Wolltest du nicht hören? Nee, wollte ich nicht hören, war alles gut. 2007 in Oelde. Nein, wir kennen uns länger. Ja, aber gut. Aber du Dömel, wir kennen uns da hast du mich besucht 2001. Du hast mich auch mal besucht, als es um dein, viele werden es gar nicht wissen, der Hennes Bender hat mal so eine Art Cartoon-Band gemacht mit den, die Monster, alles Wesentliche. Nee. Alles wesentlich. Stimmt, dann habe ich dich besucht. Ich habe dich besucht. Da haben wir wolltest wissen, wie das funktioniert. Ich konnte es dir nicht erklären. Doch, du hast mir einiges beigebracht, aber wir können es wirklich sagen. In Bielefeld haben wir uns kennengelernt, über den lieben Kollegen Ingo Oschmann. Genau, damals im Frisiersalon. Und das Thema Haare sehen wir, zieht sich durch diesen Podcast wie nichts Gutes. Und da saß ich auf deinem Schoß und habe von dir Stand-up von der Pike auf gelernt und danach konnte ich mein Wissen weitergeben, wenn es ums Zeichnen ging. Das war sehr schön. Guck mal, das ist doch schön. Da haben wir uns doch gegenseitig befruchtet. Gary! Ja, die Geschichte befruchtet. Das ist eine schöne Geschichte. Echt. Danach habt ihr euch gegenseitig befruchtet. Ja, wenn der Funke einmal überspringt. Ab hier nackt. Obwohl, das ist ja ganz natürlich, das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe da gar nichts gegen. Nein, natürlich nicht. Ich will es mir gerade noch ein bisschen retten. Ich will es mir nicht vorstellen. Auf mir das Ding dauert. Das ist doch schön. Guck mal, Gary. Ja. Und du bist einer der erfolgreichsten Cartoonisten im deutschsprachigen Raum. In der Welt ruhig. In Bielefeld sogar. Wenn du das sagst. Ich weiß nicht, warum misst man das? Ich habe es jetzt auch ungern gesagt, weil ich weiß, dir ist das unangenehm, aber du bist einer der bekanntesten. Mir nicht. Und du bist vor allen Dingen auch live auf Tour, seit ein paar Jahren schon. Ja, schon seit 12, 13 Jahren mache ich Live-Shows mit dem Quatsch, den ich da mache. Und es ist immer größer geworden und du zeigst, wie hat man sich das vorzustellen, wenn ein Cartoonist eine Live-Show vielen Dank. Das ist ja inzwischen eigentlich so ein Running-Gag geworden, dass ich auch in dem Trailer zu meiner Show immer sage, ein Cartoonist auf der Bühne, was macht denn ein Cartoonist auf der Bühne? Und also der große entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass viele Leute denken, dass ich das alles, was ich mache, mache, weil ich gerne male, aber ich mal gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Das ist richtig, tatsächlich. Also es gibt Leute, die können wesentlich besser zeichnen als ich. Mein Antrieb war immer Charles M. Schulz. Ja. Jetzt um nur mal eine Hausnummer zu nennen. Gary Larson. Kann ich mich nicht mehr messen. Der Punkt ist, ich hatte immer Ideen. Die Hendersons im Dschungel. Kennst du das mit dem alten Ehepaar? Ja. Mit Liane? Ja. Wer kennt das nicht? Das ist mein Teil der Liane. Das ist Verklag mich doch. Das wir hatten ja schon öfter. Nein, ich finde, du kannst toll zeichnen. Ja. Ich besitze eine Cornflakes-Box von dir. Die ist von Joscha. Die habe ich auch. Ich habe auch die Joscha Sauer. Tut mir total leid. Scheiße. Um den Gedanken zu Ende bringen, vielleicht lass mich
ich den Satz einfach aussprechen. Du hörst es nicht zum ersten ich hab, ne, und auch Joscha wird immer darauf angesprochen, ja, die eine Pete-Folge fand ich am allerbesten. die ist von Ralf. Also, das kennen wir, das ist normal. Futurama und Family Guy wird auch mal durcheinander total geworfen. Unangenehm jetzt. Brauch's nicht. Aber ab hier fängst du schon sehr an zu schwitzen. Ich wollte das Ding noch groß aufmachen. Weißt du, was bei mir in der Küche steht? Ja. Weißt du, gut, dass ich's nicht gemacht habe. Ich sag den Satz einmal zu Ende. Also ich komme ja eigentlich vom Schreiben. Eigentlich war ich ja Autor für Comic, Zeichner für andere. Da habe ich ja mit angefangen, als ich 14 war. Und dann habe ich Geschichten, Ideen gehabt für Witze und so und habe angefangen, diese Cartoons zu machen. Und habe dann immer gedacht, ja, ich bringe Leute zum Lachen. Das ist eigentlich mein Beruf. Genau wie bei euch auch. Nur ihr macht's über Geschichten, die ihr geschrieben habt, über Stand-Up, den ihr euch ausgedacht habt. Und dann steht ihr da und performt den. Und das mache ich jetzt eigentlich auch, nur technisch eben auf einem anderen Level, weil eben die Videos noch dazu kommen und ich Bilder zeige. Aber es ist eigentlich eine Comedy-Show. Und du bist auf einem so hohen Level, dass du dein eigenes Monopoly-Spiel hast mittlerweile, das wir hier aufgebaut haben. Könnte ich auch. Und da fangen wir jetzt mal mit an. Lieber Ralf, Stretopoly. Wie ist es denn dazu gekommen? Meine Fresse, wie kriegt man denn seit? Haben die dich angerufen? Ja. Hast du die angerufen? Ja. Hast also, gesagt? Ehrlich gesagt ist das, also das klingt jetzt, als würde ich es künstlich runterspielen wollen, aber es ist ab einem gewissen Punkt, wenn Leute kennen, was du machst, werden dich Firmen anrufen und sagen, möchten sie nicht gerne eine Cornflakes-Dose haben zum Beispiel und dann machen wir sie da drauf. Oder Joscha Sauer, wer weiß das schon. Und hier war es so, dass, klar, also der Rechteinhaber ist, glaube ich, Hasbro Original oder Parker, ne? Parker. Von Monopoly, genau. Hasbro. Und in Lizenz, vergeben wir das? Hasbro ist, wenn man mit seinem direkten Verwandten nicht klarkommt. Ne? Ja, genau, das ist mein Hasbro, ja. Und die geben halt die Lizenz an eine Firma Winning Moves aus Düsseldorf und die fragen dann alle möglichen Leute, Rick and Morty Monopoly gibt es und Simpsons Monopoly natürlich. SpongeBob Monopoly habe ich. Ah ja, genau. Und dann haben die gesagt, könntest du dir das auch vorstellen, so ein Route Monopoly? Und eigentlich ist es so, die kriegen dann so ein Paket, so eine ZIP-Datei mit irgendwelchen Clipart-Sachen, irgendwelche Grafiken und dann hauen die das zusammen. Da habe ich gesagt, das möchte ich aber nicht. Ich habe tatsächlich mir wirklich für jede Karte auch einen Text ausgedacht und geguckt, dass es so in meiner Figurenwelt so auch zusammenpasst. Also wenn jemand mag, was ich mache, macht es dem auch wirklich Spaß, das Spiel zu spielen. Das ist, man kann sagen, es ist aus dem Route-Universum. Ja, aus dem, ne? Route-Universum. Aus dem Route-Universum heißt es. Habe ich gerade so. Ist das dann, wie nennt man das bei Marvel immer, im Kanon? Canon. Kannst du das mal erklären? Canon, das sind die beiden Brüder, die die ganzen Ninja-Filme gemacht haben. Das war der dicke Detektiv von früher, Canon. Hier, genau, Golem und Menachem. Golem, genau. Canon. Canon. Electric Boogaloo heißt die Dokumentation, die würde ich echt gerne mal sehen. Ja gut, aber zurück zu Ralf Rute. Was ist denn Canon? Canon. Zurück zu meinem Komplex. Das ist, wie soll man das beschreiben? Canon ist... Die Welt, in der das spielt. Ja, die Welt, in der das spielt. Und also die X-Men... Mit ihren Gesetzen und mit ihren Regeln. Hör auf mir das immer, ey. Also ich finde, es macht halt wenig Sinn. Bei Rick und Morty war das übrigens zum Beispiel. Also die haben ja ein Monopoly gemacht und ich war schwer enttäuscht. Okay. Da hätte man so viel machen können, weil du kennst die Charaktere, du kennst diese Multiversen, in denen sie sich bewegen und die haben nichts davon in dieses Monopoly aufgenommen. Und das kann man ja mit diesen Straßen und so. Ne? Da was kann hast man du denn also jetzt? War es nur ein Cash Grab? Da war es ein Cash Grab, ja. Hier haben wir 6 Wochen Arbeit reingesteckt. Was hast du denn jetzt hier? Was ist jetzt? Dein Groschen Grab. Was ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal deines Monopolys aus? Natürlich hast du die Zeichnungen alle gemacht. Auch hier frei parken. Das ist auch, glaube ich, von dir, ne? Oder? Eben nicht. Ach, das ist nicht von dir. Es gibt vier Felder, die man nicht anrühren darf. Und das sind Freiparken, richtig, das Gefängnis, geh aber los und du bist im Gefängnis. Also ihr seht, wir haben ja so ein bisschen mit so Vignetten im Hintergrund, aber ja, eigentlich die lehnen sich ein bisschen an dich an. Ne? Du darfst es nicht verändern. Also da sind die ganz streng, die Amis halt wieder. Ne? Und auch das Monopoly-Logo, ich hätte unheimlich gerne die Figur ausgetauscht. Da kann ich dir aber von den Franzosen auch noch was erzählen. Ja, von den strengen Asterix und so. Ne? Aber was ist jetzt dein Alleinstellungsmerkmal bei diesem Monopoly? Warum sollte man sich jetzt das Ralf-Rute-Monopoly kaufen und nicht das Coraline oder das Fast and Furious Monopoly, das es auch gibt. Ja, das wirklich? Es gibt sogar so einem lahmarschigen Spiel? Ja, es gibt wirklich ein Fast and Furious Monopoly. Und also, es gibt auch ein Cthulhu Monopoly. Das finde ich wieder gut. Ja, es gibt also... Man sollte das gar nicht, es sei denn, man hat 40 Tacken über und hat schon mal was gelacht, was ich gemacht habe. Dann also macht du hast ja Sinn. Schon mal... Also sollte man schon dann. Wenn man mag, ja, oder es verschenken möchte und hin und wieder gibt es das auch günstiger. Bekackter Selbstvermarkter, das ist sehr, sehr schön. Nee, nein, also sollte man gar nicht. Leute, bei nichts, was ich mache, sage ich, ihr müsst euch das kaufen. Ich finde es total schön, wenn die Leute das tun, aber natürlich, wenn man schon Monopoly zu Hause hat, ist es Quatsch, sich das nochmal zu holen. Aber wenn du keins hast oder jemanden kennst, der gerne eins hätte oder Route ganz lustig findet, dann ist das ein super tolles Geschenk. Und das rede ich dann auch nicht. Und wir haben uns echt Mühe gegeben, das schön und schlüssig so aufzuarbeiten, dass es immer noch wie ein Monopoly funktioniert, aber halt
unterhalten mit den Route-Charakteren. Und das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam hättest geworden. Hättest du lieber ein anderes Spiel gemacht? Hättest du lieber Cluedo gemacht? Nein, oder ich habe tatsächlich, ich habe null Ahnung, ich bin kein Zocker. Fitz, pass auf. Malefiz, fang den Hut. Ja, fang den Hut wäre gut gewesen. Und ich glaube, ihr seid ja schon so Zocker, ne? Also sowohl Brettspiel als auch Konsole, ne? Ja. Aber Thorsten. Brettspiele, ah, Brettspiele, was ich mir da wegknüppel. Mein lieber Gesangsverein. Ich sag dir das fast. Gerade noch Kackel, Dackel, Nächte durch mit ja. Kollegen, weißt du, nein. Ich wollte gerade sagen, vor allem dieses online Spiel. Ja, Dr. Bieber. Ja, genau. Ja, warte, ich warte noch auf so ein Dr. Bieber hätte ich machen können. Ja, das AfD, geil Dr. Gewesen, Bieber. Ja. Dass man einfach mal. Nee, also ich spiele ja gerne zwischendurch Brettspiele. Wie gesagt, ja. Ich habe auch das. Ich kenne nur Monopoly. Ich kann das, auch nur Monopoly. Aber du hast doch schon mal Cluedo gespielt. Ja. Ich habe das Simpsons auch kein Cluedo. Risiko. Nie gespielt. Das Simpsons Cluedo ist sehr gut. Ah, wir müssen mal Cluedo spielen. Das macht total bitte Bock. Nicht. Ich habe das Simpsons Cluedo. Wer hat Mr. Burns erschossen? Ja, nee, ich hatte. Man hat mich immer damals gezwungen, Risiko zu spielen. Und ich habe das gehasst. Das habe ich aber auch im Gefängnis oder wo war das? Was? Ja, im Gefängnis. Damals, weißt du. Ja, der Oktan aus. Ja. Als ich in Shawshank einsaß, habe ja, ich mich gezwungen, Risiko zu spielen. Von Risiko habe ich jetzt auch von vielen gehört, dass das echt langweilig ist und sehr schwierig und oh, ewig. Das Kaiser, echt, ey. Der ich kannte nur Monopoly. Unser Klaus? Ja, ja, aber es ist wie Fast and the Furious gegen die Siedler von Catan. Da sterben die Füße ab. Ja. Aber denn schon beim Zusehen. Cluedo kann ich wirklich, also das, ja, das Harry Potter Cluedo ist sehr toll, aha, weil okay. Immer wenn du das schwarze Mal würfelst, dann ändern sich die Räume. Das ist also sehr schön an den Film angelegt. Das macht sehr viel Spaß. Okay. Wie ändern sich die Räume? Du musst dann selber umstellen wie ein Weltmeister. Nee, da gibt es so Drehscheiben und dann verändern sich die Eingänge und du kommst nicht mehr, es gibt immer Abkürzungen bei Cluedo in den Räumen und die gibt es dann eben nicht mehr. Aber bei Cluedo war das so, dass man zum Schluss dann sagen muss, es war genau. Herr Kotlewski mit dem Hammer vor der Anrichte. Genau. Nackt. Sowas. Richtig, drei ja. Stück. Das ist auch schon 50 Jahre alt, oder? Aber es ja, gibt sogar klar. Einen Cluedo-Film. Nicht hast du den Ernst. Nicht sogar? Hast du den nee, ist das nicht mit Michael Peter Bay? Falk? Nein, das ist nicht Peter Falk, der ist mit Tim Curry. Von Michael Bay ist Jenga. Und mit, kommt bestimmt Tim. Ja, glaube ich auch. Stimmt, wenn Jenga, irgendeiner Jenga und Mikado. Jenga heißt es also. Ja, die Jenga. Wo irgendwas einstürzen kann, ist immer Michael Bay. Aber schön, dass es das gibt. Was, ja. Ist das, was ist das unnötigste Merchandise, das es gibt von dir? Und das ist eine sehr gute Frage, denn es ist ja nun mal so, als Cartoonist, was kannst du machen? Bücher und ja, vielleicht ein Stofftier, wenn es gut läuft. Und so ein Spiel fand ich eben wieder noch, das hat einen Wert. Ne? Da kannst du ja. Dann gemeinsam sitzen und wenn du die Zitate erkennst aus den Videos und so, dann ist es schon sehr, sehr lustig. Ich habe ja relativ viel Merch gemacht im letzten Jahr für meine Verhältnisse. Ich sag bei ganz vielen Sachen, nee, braucht kein Mensch. Vom Bierdeckel über Hausschuhe bis, was war denn noch alles dabei? Die Sache, die gar nicht lief, war so ein Kühlschrankzettel, so was muss ich noch einkaufen? Mit meinem Figuren, das wollte wirklich niemand haben. Klar, weil du das verbrauchst, dann ist es weg. Eigentlich. Stimmt. Das macht stimmt. Keinen großen ja, Spaß. Ja. Meinst du? Du hast einen ja, Blog, vielleicht. Wo du weißt, im halben Jahr brauche ich den wieder. Wenn du sowas gerne schreibst, du nimmst lieber Zettel, die so ein bisschen sinnlos und blanko sind. Vielleicht oder das sogar. Keine Ahnung. So. Also wenn du verbrauchst, das ist ja Verbrauchsmaterial. Und Verbrauchsmaterial von einem Cartoonisten, den man gern hat, finde ich bescheuert. Okay. Finden die Leute auch. Also werde ich das nächste Mal dich erst anrufen und fragen, Thorsten, soll ich das machen? Genau, du machst einen Einkaufszettel, das nächste Mal brauchst Holz. Dass ja, man ihn einfach nicht sofort wegwirft. Oh, was wir gemacht haben, sind Schnäpse. Und die sind wirklich toll. Also das muss ich mal sagen, das ist so, passt zu den Charakteren. Ja, ja, es gibt zwei Figuren bei mir, die man mit Alkohol assoziieren kann. Und die komischerweise auch totale Kinderlieblinge sind. Das ist alles ganz falsch, was ich sage. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber es ist sagen, so, das eine ist dieses pollige Schaf. Der hat halt seinen eigenen, im Grunde, in Anführungsstrichen, Jägermeister. Diese kleine Figur und hier? Das andere sind die beiden Fische, die eben hartes Wasser in einer Szene durchleben und dann quasi in Wodka schwimmen. Und es gibt halt diesen Wodka und es gibt diesen Kräuterschnaps. Problem bei der Sache ist, darf ich in meinem Shop nicht verkaufen, weil Lebensmittel. Ja. Geht nicht. Hm. Zweites Problem ist, dann kannst du es nur in Großmengen einkaufen bei Amazon. Da musst du gleich 20 von diesen quasi Tankstellenaufsteller nehmen und die kosten dann gleich, keine Ahnung, 80 Tacken oder so. Das macht niemand. Deswegen liegt das wie Blei. Das kauft niemand. Also Junggesellenabschiede. Warum der hast Welt. Du nicht ein paar Schnäpse mitgebracht? Das haben wir jetzt mal gemacht. Beim Gute 60. Frage. Hätten wir schön. Bei den recht. Temperaturen, jetzt, wir haben ungefähr 43 Grad hier. Eiskalt wäre aber toll. Im Little also, Nemo. Ja, ne? Eiskalt, genau. Mal wegknüppeln, ja. Nee, aber ich meine, Werner hat ja auch sein eigenes Bier rausgebracht. Ja, Werner. Werner macht ja auch so eine Monsterveranstaltung. Ältere erinnern sich. Eine Farce. Ja, genau. Cartoons, du bist Cartoonzeichner. Also es gibt ja immer dieses Ding, ist man Cartoonzeichner, ist man Comiczeichner, du hast aber auch... Oder bist du aber schon tief in der Materie drin. Ja, du hast ich glaube, den meisten Leuten ist das völlig egal. Ist mir wirklich egal, du machst aber auch schon Panels gemacht in den Zeitungen, die, wie heißen die Frechen?
Die Frühreifen. Die genau. Frühreifen, genau. Ja, ich habe ja auch, also ich habe ja auch für Captain Blaubeer geschrieben und dann, oh. Ja, und dann haben, da gab es auch Comic-Magazine von, also ich habe, deswegen, ich habe, am Anfang habe ich mir Geschichten ausgedacht für andere Leute. Hat man da Kontakt mit Walter Mörs oder nicht? Nein, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der mit Walter Mörs mal Kontakt hat. Ja, und Ralf König, den kenne ich ja auch. Ralf König, die haben natürlich zusammengearbeitet. Ja. Also. Die habe ich damals getroffen, 1990 an der Uni in Bochum haben die zusammen eine Signierstunde gemacht. Hm. Und da habe ich tatsächlich Ralf König und Walter Mörs tatsächlich getroffen auch. Wie war das so für dich? Das war, ja, ich meine, da war Walter Mörs, da kam gerade der Asterix-Band raus mit dem kleinen Arschloch als Asterix. Weißt du, diese, wo das kleine Arschloch eine Theateraufführung macht. Ich glaube, Hennes hat einen Schlaganfall. Nein. Es gab eine Hommage von mehreren deutschen Zeichnern, unter anderem auch Ralf König. Und da gab es das kleine Arschloch als Asterix, das eine Asterix-Aufführung in der Schule macht und als dann am Ende ein echtes Schwein das geschlachtet werden soll. Das haben die rechtlich durchgekriegt, ja. Wow, das war überhaupt nicht mehr möglich. Und da habe ich Walter Mörs, habe ich einen Comic von mir, ich habe ja damals auch so ein bisschen gezeichnet, habe ich ihm das also hingelegt. Er guckte sich das an und fragt dann, willst du Comiczeichner werden? Sagt die so, vielleicht. Also, mach das nicht, das lohnt sich nicht. Und danach ging es halt. Aber ich glaube, das sollte ein Witz sein. Ich glaube auch. Hat er doch nicht als Cola. Nur darum. Du, es ging um ihn. So, okay. Du warst zu gut. Ja, du warst zu gut. So, aber wir reden über Comics, wir reden über Cartoons. Das Neueste, und deswegen bist du auch eigentlich hier, das hier soll das erste Medium sein, wo du mal etwas über deinen Film erzählen. Ach, das ist nicht dein Ernst, das habe ich wenig gehabt. Du hast die ganze Zeit immer von Monopoly gesprochen. Ich dachte, das wird so eine Spielrunde. Das war so ein bisschen, um dich zu ködern. Genau. Das ist genau mit den Nutten. Das war nur, um dich zu ködern. Du hast das Plakat für deinen Film schon zu Hause. Das ist richtig. Das genau. ist richtig. Ja, also es ist für ein erster Entwurf. Für ja. den Film, der da rauskommt, jetzt kommt's, 2000. Ja, 22. Das ist aber auch, ehrlich gesagt, ist die Zahl komplett ausgedacht. Okay. Das kann auch ein Jahr später werden. Also, der aktuelle Stand ist, es existiert ein Drehbuch. Das habe ich zusammengeschrieben mit einem Kollegen. Und das umfasst 116 Seiten und ist eine Version, von der der Produzent Christian Becker aber gesagt hat... Er findet super. Und wir werden uns heute Montag, genau, in exakt einer Woche in München zusammensetzen. Und ich glaube, die haben noch so zwei Punkte, wo sie sprechen möchten, von denen sie denken, dass das... Also da sitzen Leute dann außer Dramaturgie... Ich bin auch in exakt einer Woche in München, dann gehen wir nochmal einen Kaffee nicht trinken. Nicht dein Ernst? Okay. Doch. Okay, Mittermeier. Wir reden von Montag in einer Woche, ja, genau. Und dann werden wir darüber sprechen, keine Ahnung, was das dann sein wird. Also wir haben halt telefoniert und die fanden es super, Zitat, und haben gesagt, an zwei Punkten fände es gut, nochmal zu reden. So fängt es an. Zum einen darum, den Künstler auszutauschen. Ist mein erstes Kinofilmdrehbuch und ich habe ja auch keine Ahnung. Und wenn die, bisher war alles im Gespräch immer so, dass ich gemerkt habe, und deswegen habe ich es auch mit Red Pack gemacht, die möchten, dass das ein Film wird, der so ist, wie ich es mir vorstelle. Und die werden, glaube ich, tatsächlich alles dafür tun, dass das bewahrt wird, was die Idee hinter der Geschichte ist. Und ich kann jetzt schon mal sagen, da sind mindestens zwei, drei Sachen drin, habe ich noch nie in einem Animationsfilm gesehen und habe ich auf gar keinen Fall in einem deutschen Animationsfilm gesehen, Storytelling-mäßig. Das ist kein Kinderfilm. Es ist ein Film, den Kinder gucken können, aber der ist nicht für Kinder gemacht. Und wenn ihr deutsche Animationsfilme in den letzten Jahren so ein bisschen... Das, der Punkt geht komplett an dich. Aber es ist ja so, in Deutschland gibt es halt entweder Kleiner Eisbär oder... Also es wird immer versucht, die Kinder zu unterhalten und die Erwachsene können mit und langweilen sich dann. Pixar und so machen es anders, die machen Familienfilme. Da reden wir gleich drüber, über Pixar. Ja, großer Neid, dass ihr Toy Story 4, warst du auch schon dabei? Nein, Thorsten war nicht dabei. Nee, ich bin erwachsen. Was für eine gemeine Spitze. Ich hätte ein Auge geguckt, ich habe noch nicht viel gesehen, außer Godzilla, da reden wir gleich drüber. Da reden wir auch gleich drüber. Nee, habe ich nie geschafft, also gucke ich bestimmt. Toy Story 4 muss ja toll, ich dachte, das würde noch ewig dauern, bis der kommt. Der kommt im August. So früh? Ja, in den USA. Na, früher war es so, dass Pressevorführungen gab es damals immer einen Monat, zwei Monate, bevor der Film in Deutschland lief. Mittlerweile ist es so, dass wenn ein Film rauskommt, wie zum Beispiel Man in Black International, der läuft in der Pressevorführung einen Tag vorher, damit man als Pressemensch keinen Schaden mehr anrichten kann, der sowieso durch den Film selber angerichtet worden ist. Aber auch darüber reden wir gleich. Also das Datum ist noch nicht fest. Nein. Der Titel ist auch noch nicht fest oder heißt der HNO? Der heißt
ist tatsächlich ein Arbeitstitel des HNOWG, das wird aber so sein, weil ich habe halt bei allem, was ich gemacht habe, geguckt, welche Charaktere eignen sich am besten, um mit denen 90 Minuten zu erzählen. Und ich habe diese Fische im Goldfischglas und das ja. ist alles, also könnte schnell Findet Nemo werden. Außerdem lebt das sehr von diesen Flashbacks, wenn die Leute meine Sachen kennen. Dann gibt es andere Charaktere, die sind für sich lustig, aber so das Potenzial für eine, ich nenne es jetzt mal eine Abenteuergeschichte, hatten die drei. Ja. Und ich habe dann hin und her überlegt, was kann ich mit denen machen? Wie erklärt sich das überhaupt für den Zuschauer, dass diese drei Tierfiguren in der Menschenwelt leben, und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich im Grunde so eine Origin-Story erzähle. Wie kommt es eigentlich dazu? Und das Tolle ist jetzt, dass der Film, wenn man ihn gesehen hat, kann man die YouTube-Videos gucken und alles passt zusammen. Also das okay. ist tatsächlich ganz, ich glaube, recht gut gelungen. Die größte Herausforderung wird tatsächlich so die Ästhetik dafür zu finden. Weil wir wollen ganz nah bleiben an den YouTube-Videos, weil das ist so die gelernte Look, wie das eben aussieht. Und der ist ja schon sehr hinter dem, was man kennt heute. Also es ist eigentlich das komplette... Es ist sehr 2D. Völlige Gegenentwurf. Wenn das ein Erfolg wird, noch 4 Jahre macht Disney eine Realverfilmung. Das wird super. Aber ich habe so Bock drauf, weil ich bin auch ein bisschen satt von diesem Ganzen, dass alles immer geiler aussieht und alles immer perfekter aussieht. Und es wäre schön, mal was zu machen, wo ich weiß, das funktioniert, weil die Geschichte funktioniert. Weil man Bock hat, weil die Charaktere toll sind und weil man am Ende denkt, okay, dann gehst du auch noch raus, weil du mit dem Schluss nicht gerechnet hast und bist ein bisschen gepackt. Und das haben wir alles versucht und ich glaube, es ist geglückt. Die Geschichte steht und funktioniert. Und wenn wir jetzt eine Ästhetik finden, die das Ganze trägt, ohne trotzdem... Was meinst du mit einer Ästhetik? Willst du es ein bisschen verfeinern? Willst du es... Genau. Also ich versuche es natürlich trotzdem auf ein... Also der Punkt ist folgender. Wir können in Deutschland nicht aussehen wie Pixar. Es geht einfach nicht. Hin und wieder wird es versucht und du vergleichst dann 1:1 und hast dann immer diesen Uncanny Valley-Effekt, weil du denkst, das sieht ja irgendwie aus wie computeranimiert, aber scheiße. Uncanny Valley ist was? Uncanny Valley ist eigentlich das, wenn du Menschenfiguren siehst und die sehen eigentlich echt aus, aber schon wieder zu echt, dass du Angst kriegst. Mhm. Ja, okay. Na, und das ist bei den computeranimierten Filmen in Deutschland oft so. Und da habe ich gesagt, nee, wir machen das genau Gegenteil. Wir versuchen gar nicht so auszusehen, weil wir können es nicht. Also nehmen wir doch lieber die Ästhetik oder den Look von meinen Videos und versuchen, dem was zu geben, wo die Leute trotzdem das Gefühl haben, die gucken den Kinofilm. Ja. Das heißt, tolle Hintergründe. Also, dass du wirklich, dass du das Gefühl hast, du bist da, wo die sind. In dieser Stadt, in diesem Raum, was auch immer. Sounddesign muss richtig fett sein. Und wenn das gut klingt... Sprecher müssen sehr gut sein. Sprecher sollten gut sein. Du kannst ja nicht alles selber machen. Der Thorsten hat ja schon mal gesprochen für mich. Tatsächlich. Ja. Der hat schon mal eine kleine Rolle. Ich habe schon mal für Holzschulte gesprochen. Ah, ja, und ich habe schon mal für ihn gesprochen. Echt? Ja. Ich würde jederzeit für euch sprechen, Freunde. Jederzeit würde ich für euch sprechen. Hast du jetzt schon eine Idee, was das Schwierigste werden wird? Durchzuhalten. Weil ich glaube, das ist halt normalerweise, die Videos, die ich jetzt mache, sind im längsten Fall so 12 Minuten und da sitzen wir auch schon so 2 Monate dran. Mit wie vielen Leuten sitzt ihr da dran? Ja, das wird alles, wir müssen ein Team zusammenstellen. Du musst deine Animation abgeben. Avengers Assemble. Wir wissen noch gar nicht, wer das Ding macht. Es gibt halt ein paar Studios in Deutschland, die sowas produzieren, aber da wir eben einen Look haben, der völlig weggeht von Disney oder so, kann es sein, dass ich sage, wir suchen uns hier so einen, der kann halt toll irgendwelche Effektsachen. Da Leute, die das einfach... machen die Leute immer so. Also die meisten lassen noch in China zeichnen oder Polen oder. Das wollen wir eigentlich nicht machen, genau. Also wahrscheinlich soll das, weil dieser Look halt eigentlich billig ist und ich auch versuche, also alles soll in die Geschichte gehen, in Sounddesign, Musik wird ein wichtiger Faktor sein und der Look wird dann ist ehrlich gesagt zweitrangig. Musik ist ja, deine Musikvideos sind ja auch. Genau, also ich möchte halt, dass die Leute vergessen mittendrin, dass der Film eigentlich scheiße aussieht. Also platt gesagt. Ja. Das ist ja genau die Magie, die Pixar hat, weil da funktioniert ja alles über die Figuren. Ne? Und da ist ja, ich meine, okay, die sehen ja über die Charaktere. Ich meine, die sehen natürlich das ist ein guter Slogan fürs Plakat. Sie werden vergessen, dass der Film scheiße aussieht. ja, aber die Pixar-Filme würden auch funktionieren, wenn sie nicht so toll animiert werden, weil die Geschichten toll sind. Weil die Geschichten einfach toll sind, weil die Sprecher toll sind. Und deswegen halten die sich auch so lange. Wenn du jetzt den ersten Toy Story anguckst, der sieht nicht mehr gut aus. Der sieht nicht mehr so gut aus, aber ist immer noch total toll, weil einfach die Figuren total super sind. Ralf, Initialzündung für dich als Comiczeichner. Du wolltest ja bestimmt, als Kind hast du bestimmt auch schon gezeichnet, ja. Aber was war für dich der Moment, wo du sagtest, das ist das, was ich machen will? Fix und Foxy Heft. Fix und Foxy. Rolf Kauka. Diese langweilige Kacke. Nun lass ihn doch mal. Aber der Punkt ist, lieber Thorsten, dass im Fix und Foxy, der böse Onkel Rolf, hatte ja diese franco-belgischen Klassiker da drin. Das heißt, der war ja der Erste, also Mickey Mouse war der Typ, der alles richtig macht. Der hatte immer den Spacko dabei, den Goofy und ansonsten waren die Charaktere oft so... Und du hier ist Prekariats-Lupo. Ist genau das Gleiche.
Das ist richtig, das ist richtig. Es war ein billiger Abklatsch. Komm von einem Scheißhund um die Ecke. Vollkommen recht. Aber Kauka war europäischer und der hatte halt eben diese französischen Comics da drin und die hat die teilweise auch wirklich stark beschädigt. Ja, Asterix, ne? Sigi und Barnabas hat Asterix. Das war ja noch schlimmer, da hat er einfach plagiiert. Aber es gab Spirou, es gab unglaublich viele Serien, die ich dann darin entdeckt habe und gedacht habe, okay, irgendwas, ich verstehe noch nicht, was es ist, aber die Sachen sind anders. Und die haben mich sehr inspiriert und mir gezeigt, also ich sag immer, heute, wenn ich ein Kind in dieser heutigen Welt wäre, würde ich mein Handy nehmen und versuchen, Filme zu drehen. Konnte ich aber in den 70ern nicht. Mhm. Und dann habe ich Comics entdeckt und gedacht, wie geil, das sind ja Filme auf Papier. Und du brauchst echt nur ein Blatt und einen Stift und dann kannst du loslegen und bist halt in Personalunion Regisseur, Kameramann, Autor, Darsteller. Und das habe ich versucht. Bin von da aber dann eher wieder zu den Witzbildern gekommen, weil ich gemerkt habe, das Komische liegt mir halt am meisten. Ist und jetzt Witzbilder, kann man das so sagen? Witzbilder? Ich habe es gerade getan. Ja, okay. Ja, also niemand, ich rede es gerne ein bisschen, es sind Witzbilder. Witzbild-Gestapo oder was? Witzbild-Gestapo, ja, genau. Nein, aber so Witzbild klingt, ist das nicht so herabwürdigend für so einen kleinen O? Aber du sagst ja auch nicht immer, du sagst zum Beispiel auch nicht Stand-Up-Comedian zu dir. Du stapelst auch massiv, ne? Ohne Ende. Genau. Wir Stand-Up-Comedians bereiten alles vorher vor. Von daher ist es kein direktes Stand-Up und hey, guck mal, Penis. Sondern einfach vorbereitetes Material, wie sich das gehört, damit man sich nicht zum Otto macht. Und deswegen sehe ich mich nicht als Stand-Up-Komiker. Ich lese dir was vor und dazwischen erzähle ich dir was. Dann lese dir was vor. Und dann aber du bist Komiker. Das wird, oder ich bin Humorist, Komiker. Oder, ich bin Komiker. Genau, das habe ich von mir eigentlich auch mal gesagt, aber ich arbeite eben auch mit Zeichnungen. Und deswegen sage ich, mein Gott, das sind Witze. Natürlich sind das Witze. Warum soll ich nicht Witzbilder sagen? Produzierst du noch jeden Tag? Ja, ja. Okay. Also aber vor allem die Videos inzwischen. Also das meiste, was ich mache, ist jeden Tag an irgendeinem Video arbeiten. Und jetzt gerade sind es neue Videos für die Tour und da wird es zum Beispiel ein Halloween-Special von Bieber und Baum geben. Und deine nächste Tour, da wollen wir auch nochmal kurz drauf hinweisen, wird erstmal deine letzte sein. Du wirst eine Zäsur machen, weil du an dem Film arbeiten genau, musst. Genau. Also deswegen jetzt Karten kaufen, meine Damen und Herren. Ich glaube, das geht einfach nicht. Also ich habe ja jedes Jahr sonst immer so 30 Minuten ganz neue Videos nur für die Tour produziert und das muss ich einfach nächstes Jahr alles in den Film stecken. Sonst das geht nicht. Und habe keinen Bock, irgendwie mit dem Herzinfarkt umzukippen, nur weil ich alles absolut allen richtig recht machen wollte. Genau. Ich mache jetzt einen Film und versuche, den gut zu machen. Wir freuen uns sehr auf den... Genau. Ich muss aufstoßen. Ja, ich freue mich auch sehr. Film. Sorry. Wir sind mal Streter Bender Strebech mit Ralf wir reden natürlich über... das ist Queen. Das jetzt ist reden wir einfach mal. Das ist ein Original Queenham von 1986. Jetzt siehst du. Nicht dein Ernst. Das ist ein Original Queenham von 1986. Habe ich auch nicht gesehen. Du siehst, Gary ist ein Hybrid aus Magnum und TC. TC? Von, ach so, von Helikopter. Der Helikopter. 10.000 Years. Aber wenn die Hautfarbe kommt nicht hin. Nee, aber. Aber das ist so ein Tiki-Look, ne? Ja. Oder wie sagt man? Ja, ich mag ja so Tiki-Look mag ich. Mhm. Ja. Die Drinks mag ich. Das ist ja auch bei den Temperaturen. Lass uns über die neuesten Trailer reden. Oh ja. Die online. Ja, lass mal drauf gucken, was draufsteht. Genau. Ich will dann vorbereitet. Zeig mal dein gelbes Blatt. Ich habe immer, ein gelbes Blatt dabei. Er hat wie immer sein gelbes Blatt. Vor allem, wir haben eine Sache durchgestrichen. Game of Thrones. Trailer-Show. Trailer-Show. Watchmen, HBO. Ja. Kann ich noch nichts zu sagen. Ach, wieso sprechen die sich aus? Kann ich noch nichts zu sagen. Watchmen, ja, weiß ich nicht. Ich habe neulich nochmal den Watchmen geguckt, aus einer Laune heraus, auf einem kleinen Streamingdienst und habe Freude gehabt. Das ist 2000, wann war der? 8 oder 9. Ja. Das war der gute Film von Zack Snyder. Sucker Punch ist nicht schlecht. Sucker Punch ist schlecht. Ja? Ja, schon. Ja. Es ist vollkommen sinnbefreit. Völlig sinnbefreit. Und Sucker Punch ist eine lobotomierte Frau gegen riesige Samurai. Everything Wrong With Version. Okay. Den Film selbst habe ich nie ganz alles gesehen. Okay. Aber der hat mich auch abgestoßen, schon als Trailer, habe ich gedacht. Ja, das will ich nicht auch, sehen. Okay, Watchmen war natürlich damals als Film von Zack Snyder eine 1:1 Verfilmung von Alan Moore. Ne, vom Comic. Also ja. Das Comic war ja quasi schon quasi der als Drehbuch. Die das Comic. Sagt man, du müsstest wissen. Okay. Das ist wie Nutella. Keine Ahnung. Der Nutella? Du kannst das Comic sagen. Und du Watchmen kannst ist ja schon angelegt aber wie ein Drehbuch, Comic wie ein Storyboard. Wie ein Film. Wie ein Storyboard, genau. Und das es hat Zack Snyder 1:1 umgesetzt, ja, bis auf das Ende. Und das war ihr Fans des Comics? Weil ich war kein Fan. Total, total. Ich liebe Watchmen. Ich fand den Film toll.
Ich liebe Watchmen sehr. Bei mir ist bei Comics immer ganz viel die Ästhetik. Und mir hat die Ästhetik einfach nicht gefallen. Das was, wobei? Die bei dem Comic hat mir das einfach nicht so. Und, der Zeitungs. Das gleiche bei Walking Dead. Die ersten Ausgaben waren total super. Und dann hat das irgendwie den Zeichner gewechselt. Und dann hatte ich auch keinen Spaß mehr daran gehabt. Rolf Kauker plötzlich. Du denkst hier, Onkel Rolf, Entschuldigung. Also das sieht jetzt natürlich ganz anders aus als die Comics mit den gleichen Figuren. Don Johnson spielt wahrscheinlich gleich. Spielt die gleiche Rolle wie in Ich schmeiße ich die Bälle zu, oder? In welchem Film? Ja, die schmeiße ich die Bälle meine zu. Güte, wir machen er das hat gar doch, nicht. Er hat doch nee, gar nicht. Das ist ein bisschen. Wie heißt der? Tarantino, Rodriguez, Vampirgeschichte. Wenn du ein bisschen zurückgehst, wie von Dusk Till Dawn. Da hat er in der Fernsehverfilmung auch wieder. Du mischst das alles langsam runter. Cowboy-Hut. Genau den gleichen. Erwachsenenkanal. Und dann, nee, bitte. Okay, Zwei-Kanal-Ton. Surround. Ihr beiden. Guck mal, die beiden Meerschweinchen. Ramsey und Bamsey unterhalten. Once upon werfen sich Süßigkeiten zu. So sah das aus. Once upon a time in Hollywood. Waren wir jetzt durch mit? Wir waren durch. Ja, wir haben einiges abzuarbeiten. Ja, okay. Once upon a time in Hollywood. Ja, soll gar nicht so ein guter Film sein, aber. Da haben wir aber ganz andere Sachen gehört. Von wem? Dann von wem? Oma oder was? Nee, von Reviews. Aber einmal per Handzeichen wirkliche Tarantino-Fans? Ja. Doch, also ich bin schon Tarantino-Fan einiger Filme. Der Punkt ist einfach, dass du derartig hohen Maßstab von vornherein anlegst, wenn alle 5 Jahre mal ein Tarantino-Film kommt, dass du eigentlich nur enttäuscht sein kannst. Weil der braucht dann trotzdem 5 Jahre, damit er nur auf einer Kutsche spielt und in einer Hütte. Und das ist natürlich dann ein bisschen... Dafür dann aber... Ich glaube, ganz ehrlich, das wird ein riesen Abgefeiere von dieser Ära einfach, in der er auch aufgewachsen ist. Und Ästhetik kann er, also. Genau, und ich habe Reviews gelesen, die haben gesagt, er wäre unheimlich detailverliebt und so. Also ich bin gespannt. Ich bin auch unheimlich detailverliebt. Ja. Der Film, wie lange hat der Film jetzt 5 Jahre gebraucht oder so? Ja. Und ich meine, für mich, wenn Bruce Lee schon mitspielt, dann ist das ja schon mal ein großes... Plus. Tatsächlich spielt Bruce Lee nicht mit. Denn du musst jetzt ganz stark sein, Gary. Gary, du musst ganz stark sein. Bruce Lee ist tot, ich weiß, seit 73. Ich weiß. Aber du bist ein großer Bruce. Das ist aber auch kommst du dann zu der Aussage? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oder Bruce CGI-Version. Spielt tatsächlich einer mit, der Bruce Lee spielt. Weil wenn es CGI-Version gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt. Bruce Lee hatte ja tatsächlich auch was mit den mit Roman Polanski. Das haben wir beim letzten Mal schon. Genau, Roman Polanski war ja... ich wollte es nur sagen, nicht, dass du es nochmal wiederholst. Zurück zu Watchmen. Zurück zu Watchmen. Die Geschichte, haben wir beim letzten Mal welche gemacht. Welche denn? Haben wir gesagt, dass Bruce Lee Polanski in Karate unterrichtet hat. Nein, ich wollte noch mehr sehen. Dass, Polanski sogar gedacht hat, dass Bruce Lee die Morde begangen hat. Wow. Ja gut, Polanski hat ein paar Fehleinschätzungen begangen. Auf jeden Fall. Weil wegen der Brille, weil Bruce Lee seine Brille verloren hat. Ist jetzt eine längere Geschichte, aber es ist tatsächlich... Nee, mir reicht die so in der Kürze. wenn ich die Brille verliere zum Serienmörder mache, dann dürfte hier nicht mehr viel passieren. Geht das? Was bitte? Gary und ich teilen uns ein Mikrofon. Ja, irgendwie geht das schon. Das geht, das passt. Ja. So, wunderbar. Aber wir freuen uns drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ach was, das ist auch schon mit Tarantino? Brad Pitt und... Wolltest du noch was sagen? Nee. Also ich bin tatsächlich bei Tarantino... Ich finde Tarantino so ein ganz bisschen überschätzt. Ich auch. Ne? Weil vor allem in der Synchro-Version ist das eigentlich nicht guckbar, meiner Ansicht nach, im Original. Ja, weil die Dialoge funktionieren. Aber wir haben die sorgfältigste Synchro der Welt. Ja. Macht. Was war denn der letzte richtig geile Tarantino-Film? Gute Frage, Hennes. Der Django. Fand ich großartig. Ja, der war auch gut. Django war gut, ist aber ein bisschen zu lang. Ja, sind die alle. Aber Django hatte eine tolle Was hat er noch gemacht? Irgendjemand Death Proof gesehen von euch? Death Proof habe ich gerade drauf. Totale Grütze. Das war wirklich krass. Scheiße. Ich werde nie vergessen, den habe ich mit meiner Frau gesehen, da sitze. Warte, was passiert da nochmal? Ist Gundula. Und ist unser Tonmädchen heute. Unser Tonmädchen, genau. Und ich weiß noch ganz genau, dass der war so langweilig, der Film. Und er sollte eigentlich, es ging um einen Serienkiller, der Kurt Russell spielt einen Stuntman, der mit seinem Auto junge Frauen tötet, also so ein Serienkiller praktisch. Und der Film sollte eigentlich nicht langweilig sein, aber da war ein Dialog drin, wo diese Mädels da irgendwie ihre Freundin vom Flughafen geholt haben und ich gehe auf Toilette und ich war extra Zeit gelassen. Und dann kam ich wieder und sag zu meiner Frau, ich sag, habe ich was verpasst? Nö. Dann haben die immer noch geredet. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist echt nur Gewichse. Ich fand Kill Bill eigentlich ziemlich gut. Also auch fand Kill Bill auch ganz toll. Kill Bill war super. Kann man sagen, das war der letzte... Eine Bruce Lee-Reminiszenz. Naja, und was ist mit Inglourious Basterds?
Auch super, habe ich gemacht. Ja, ja, auch ein guter Film. Das sind die drei, jetzt haben wir sie alle. Die jetzt haben wir alle. Also wir freuen uns. Pulp Fiction ist ja Müll. Ja, so. Bin ich tatsächlich eingeschlafen. War auch gut. Ja, wir freuen uns auf Once Upon a Romance. Ja, wir freuen uns. Was weiß ich schon. True Romance hat er das Drehbuch geschrieben und hat nicht Regie gemacht. Vincent Cocotti. Terminator Dark Fate. Ich habe keinen Mann mehr erschossen seit 1982. Bitte was? Terminator Dark Fate. Ja, ich fürchte, dass man das Terminator-Franchise, wie wir sagen, in meinen Kreisen, nicht mehr aus der Kacke ziehen kann. Ich glaube, dass Terminator eigentlich durch ist. Ist so, ne? Ja, sehr. Der unselige Trend, Schauspieler seit 30 Jahren aus der Nummer raus sind, einfach wieder hochzukommen. Ja. Ob es Lando Calrissian ist oder eben Sarah Connor. Ja, da hast du keine schöne Musik. Ich habe den letzten Teil mit Schwarzenegger nicht gesehen. Wie haben Sie das erklärt, dass er älter geworden ist? Er ist älter geworden einfach. Das war überhaupt nicht zu verstehen, weil sie im Trailer schon die Pointe verraten haben von dem ganzen Film. Das war total dämlich. Das ist ja eh ein Trailer-Problem momentan. Ja. Nicht bei allen Filmen. Aber kann es sein? Ich bin trotzdem neugierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wirklich? Ich weiß, dass weil James Cameron wieder produziert. Die Action muss überragend sein. Ja, genau. Mehr erwarte ich von dem Film. Also die Hauptdarstellerin, jetzt mal abgesehen von Linda Hamilton, ist interessant. Wie heißt sie noch? Ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß nicht, ist interessant. Ja, aber interessant. Wir reden auf jeden Fall heute noch über Franchises, die quasi ad acta zu legen sind. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall Terminator Dark Fate. Aber das Tolle an Terminator, zumindest im ersten und vielleicht auch dem zweiten, war ja eigentlich so dieses unaufhaltsame, albtraummäßige, der kommt halt und ist nicht genau. Aus. Das fand ich toll. I'm looking das for Sarah Connor. So super simple Grundprämisse. So, das ist ja dann so völlig vom Weg abgekommen und jetzt mit der Deadpool-Regisseur ist es, richtig? Ja. Ist er denn aber, also die Deadpool-Filme sind sehr, sehr lustig, aber ist denn da, erinnert euch da an hammermäßig choreografierte Action, wo ihr jetzt sagen würdet, dafür stehen diese Filme? Oh ja, ja. Da ist schon actionmäßig, ist da schon was, also ich muss ganz ehrlich sagen, so während man im Gehirn so zusammenkratzt, was man von dem Film noch ungefähr dran erinnert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer James Cameron Fan und ich in Cameron we trust. Also Make Strebeck great again. Nein, ich glaube das einfach, weil James Cameron, egal was der jede Produktion, die der irgendwie anpackt, ist bringt das immer irgendwie das Medium immer so ein bisschen weiter. Also ich erwarte nicht viel. Ich erwarte einen guten Actionfilm. Ja, das ist das Problem, Gerrit, dass wir nicht mehr viel erwarten. Wir erwarten nicht mehr viel. Da hast du recht. Tinto Brass. Tinto Brass. Hat der nicht hier gleich hier um die Ecke ein Kino gehabt? Sehr guter Name übrigens. Sehr guter Name. Der dunkle Kristall. Oh, sah toll aus. Oh mein Gott. Ich mochte den Puppenfilm früher, die Skeksen. Kokok. Das mochte ich sehr gerne. Ist er wieder mit Puppen jetzt? Das sind auch Puppen. Ist wieder mit Puppen. Das sind Puppen. Er ist drüber gegangen. Ja, sind Puppen klar. Und sie sind doch ein bisschen drüber gegangen. Na klar. Die fahren jetzt nur minimal. Also Brian Henson supervisiert das, der Sohn von Jim Henson. Und das sieht sehr, sehr, sehr handgemacht aus. Aber sie haben bei bestimmten Sachen, gehen sie schon drüber. Also die fahren ja teilweise in irgendwelche Maschinen, die sind dann CGI. Die Charaktere selbst sind Puppen. Und das finde ich total erfrischend, weil wir haben eben darüber gesprochen, sonst wird also tot produziert. Und da einfach mal hinzugehen und aus halt wirklich jetzt Stoff wieder Puppen zu bauen, das finde ich schon geil. Weil man da auch ganz genau wusste, wenn wir da den Look ändern, dann ist aber Holland in Not, sag ich da mal. Ja. Hattest du jemals... Polen offen ist, nicht im Sinne des Erfinders. Hast du jemals die Versuchung gehabt, aus deinen Figuren eine Puppenshow zu machen? Es gab sogar einen Piloten. Es gab zwei Sachen, die ich gemacht habe in der Richtung. Das eine, ich habe einen Spielfilm gedreht, einen Halbstünder. Nein, Entschuldigung, ich sehe Thorsten, ich gut weiß, vorbereitet. Es gab so einen Piloten, guter was Freund. Was sieht da sein? Ich sag, was hinter Thorstens Stirn wölbte sich so eine Ader. Ich so, Thorsten, don't go there, don't go there. Wie ein Teppich, man kann sich das nicht vorstellen. So eine schreckliche Geschichte. So wir kennen uns schon viel zu lange, das ist furchtbar. Also Teile der Leute, die gerade zuhören, befinden sich ja wahrscheinlich in diesem Augenblick im Internet und können einfach mal auf YouTube eingeben. Das eine ist tatsächlich die HNO-WG als Puppenshow. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil mir inhaltlich Leute dann gesagt haben, nee, da muss aber noch das und das. Und das war dann nicht mehr so, wie ich es eigentlich machen wollte. Ist richtig schlecht geworden. Und das andere ist halt... Aber gut genug, um es ins Internet zu stellen? Also ich mag halt gerne den Leuten dann, also ich habe irgendwann mal in einem Interview auch davon erzählt und dann fragten Leute, habe ich gedacht, dann stelle ich es einfach rein, ist doch egal, dann sehen die es und ich finde sowas auch mal toll zu sehen. Außerdem ist es immer schön zu sehen, wie sich Sachen entwickeln. Ne? Ja. Und wenn jetzt wirklich der Film kommen sollte und er hoffentlich so schön wie ich denke, ist es geil auch mal zu gucken, dass da Leute reinschauen, die vielleicht denken, oh, der hat einen Film gemacht,
Ich finde das aber auch toll. Ich finde es eigentlich auch toll. Habt ihr das gesehen von Tim Burton, Nicolas Cage als Superman? Ja. Mochte ich auch. Nee. Den habe ich nicht gesehen. Nee, aber Kostümproben und so sind alle im Internet sehr fluffig. Aber das ist doch super. Ja, letztendlich ja. Und die kochen alle nur mit Wasser und das ist so schön, das zu sehen. Und dann gab es eben, um es zu Ende zu bringen, noch so einen halbstündigen Horrorfilm mit so, weil ich habe die Gremlins so geliebt und habe gedacht, wäre das cool, sowas ähnliches mal zu machen. Da gibt es so mutierte Kaninchen. Der Film ist schlecht, aber wir haben so Spaß, dann diese Puppen zu bauen und im Grunde so Action-Szenen mit Puppen zu inszenieren. Das macht schon Spaß. Also. Die Meet the Feebles? Nein, die sprechen nicht. Also das ist wirklich, die Bedrohung geht aus von diesem mutierten Kaninchen und die sind dann sowieso Gremlins, die halt die Leute angreifen. Und aber mit Puppen arbeiten macht irrsinnig Spaß. Das ist super. Ja, nur wenn die Puppenspieler nicht wären, das ist das Problem. Na, und die Luft darf halt nicht rausgehen. No. Ne? Aber das ist oh Gott. Oh. Was ist denn? Los? Nein, der war gut. Rambo Last Blood oder wie ich sage, Rambo allein zu Haus. Rambo Last Blood finde ich ganz gut. Als Titel? Also es klingt erstmal als guter Titel, weil der SD ist ja First Blood. Ja. You don't get my house. Ich hoffe, dass er alle tötet mit seinem Toupet und dann. Ist es eins wirklich? Ja. Und dann ist es ist auch mal gut. Also ich glaube, er weiß aber, wann Feierabend ist. Ich glaube, mit Last Blood, ich finde, der Titel sagt schon viel aus. Hast du den letzten dann gesehen? Den habe ich gesehen. Der so mega brutal ist. Ja, super, super. Der war brutal. Super, wie er arme Beine abschießt. Ja. Das war schon. Also ich bin ein großer Fan von dem ersten und die anderen fand ich alle so. Das ist ja lustig, es ist der dritte, wo er in Afghanistan mit den Taliban gegen die Russen kämpft. Ja, ne? Irgendwann mal Allahu Akbar schreit und so. Ja, das ist, ich habe keinen einzigen Teil gesehen. Ja. Was? Keinen einzigen Rambo gesehen. Und auch da frage ich mich, ist das eine Franchise, die noch zu retten ist in die Jetztzeit? Ja, oder? Weil sie es geschickt aber, machen. Sie machen jetzt den letzten Teil Rambo. Du siehst ja auch, dass er immer noch mit Rocky gut durchkommt, weil er einfach den Zepter weiterreicht. Deswegen kommt er so halbwegs durch mit der Nummer. Okay. Ja, aber da reicht er ja kein Zepter weiter bei Rambo. Er ist ja Rambo. Bei Rambo ist er Rambo, das heißt, er pflanzt rote Beete an, der CIA kommt, will ihm die Füße abnehmen und dann verwanzt er sein ganzes Haus über Mistgabeln. Danke, Spoiler. Ist alles im Trailer. Oder die Füße von John Rambo. Und dann, und im Trailer siehst du die ganze Handlung, das beruhigt irgendwie. Wenn es da nicht nur einen großen Twist gibt, wie dass er die ganze Zeit tot ist oder so, ist es ja, freue ich mich. Sagen, ja. Auch da erwartet man ja nicht viel. Ne? Ja, stimmt. Aber es ist doch leider so. Was hast du denn heute erwartet? Nein, aber da könnten wir doch, da haben wir doch schon oft drüber geredet, dass das mittlerweile haben wir wirklich so Filme, die wie war der denn so? Aber wir reden gleich noch über Filme, die unsere Erwartungen über. Das ist schon ja. Scheiße. Ich weiß. Ja. Film, auf die ich warte. Last von Trier, Rambo 5. Genau. Wir reden gleich noch über Pixar. Der Trailer für Onward ist online. Für wen? Für Onward, den neuen Pixar. Die Fantasy, diese Fantasy Roadtrip. Das ist Pixar. Ja, Disney ist Pixar, Gary. Ja, du bist auch Pixar, weißt du? Ich bin überhaupt nicht Pixar. Ja, du bist Pixar. Ich wäre gerne Pixar. Ja. Hallo Pixar, ich wäre gerne ihr. Das sind schon zwei verschiedene. Es ist Pixar. Ja. Es ist Pixar. Ist es eine Pixar-Produktion? Ja, es ist eine Pixar-Produktion. Es ist eine Pixar-Produktion, genau. Ja? Das heißt noch lange nicht, dass es Pixar ist. Um du bist auch so ein Pixar, weißt du? Das kann ja alles sein. Was Gary meint, ist, es ist eine Pixar-Produktion, aber natürlich gehört das Disney. Ja. Aber ich finde tatsächlich, dass es das erste Mal, dass ich einen Trailer sehe nach Cars, wo ich denke, es fühlt sich nicht nach Pixar an. Ja, genau. Fühlt sich an wie Illumination oder so. Oder wie Disenchantment so ein bisschen. Ja, also es war nichts, was mich wirklich gereizt hat. Also Tom Holland und Chris Pratt als ja, aber jeder Pixar-Film hat ja irgend so einen Moment, wo du dann drin sitzt und denkst, aha, das unterscheidet jetzt einen Pixar-Film von einem normalen Computeranimierten. Abwarten. Ist es doch wieder. Er sieht gut aus. Wir wissen doch, das sind doch Künstler, die uns gerade aktuell wieder unheimlich gut Freude unterhalten können und Freude bereiten können. Und da muss man einfach mal Vertrauen haben. Ne? Jetzt habe ich dir das Mikrofon. Hier. Vielleicht wird es auch super. Ja, Vertrauen haben. Wir schon. Also Gary meinte, wir müssen vertrauen. Da grausame Scheiß, die gegen die Wand gefahren wird, aber vielleicht wird es auch super. Ja, aber Einhörner, die im Müll rumwühlen, das ist... Der Gag war lustig. Da kann man schon lustig. Ja. Du hast ja mal im Pixar-Film mitgesprochen. Nein. In Cars hast du nicht mitgesprochen? Nein, das hast du mich eben schon gefragt. Nein. Ich weiß, dass ich das eben... Ah, du wolltest eine Rampe. Okay, entschuldige bitte, ich habe alles ruiniert. Aber du hast bei Disney mitgesprochen. Ja, aber die kleinsten Cameos der Welt. Also na, ich saß im Kino, ich dachte, das ist doch der Ralf Rute da. Das. Bei Zoomania habe ich eine kleine Rolle gesprochen und bei hier Wreck-It Ralph 2 habe ich auch mal was... Der sehr gut war übrigens. Ich fand auch Zoomania war super. Zoomania war toll. Ganz war super. Der Film hat mich zum Beispiel völlig überrascht. Nee, ich fand den toll mit dem Internet, mit dieses Rennen, diese Musical-Nummer. Ja.
Das war schon, also ich fand das so. Aber wie ist das passiert? Wie hast du da mitgesprochen? Die haben tatsächlich einfach gefragt, also ich gehe auch da davon aus, dass die natürlich im Kern denken, na gut, wenn der Rute erzählt, dass er da mitgemacht hat und der hat Leute, denen er das erzählen kann, dann dient das auch dem Film, aber ist ja legitim und ich hatte natürlich total Bock drauf. Vor allem war das das erste Mal, dass ich dann Sprachaufnahmen gemacht habe mit einem Regisseur, weil sonst mache ich das ja immer, bin ich mal Regisseur und da, der holt schon noch was raus, das kann man anders nicht sagen. Das ist geil, wenn da einer steht. Und du hast ja auch keine tragende Rolle gespielt, du hast ja, das war ein Gastauftritt, das war wie ein Cameo. Ich habe mir fast in die Hose gemacht bei dem Wreck-It Ralph 2, weil da gibt es ja diesen Auktionator, den ich sprechen muss und ich höre das Original und denke, wie um alles, also erstens Zahlen, der sagt nur Zahlen im ersten Satz und dann in einem Tempo, wo ich dachte, kann ich nicht. Ich bin so ein Zahlenlegastheniker, ich kann mir wirklich nichts merken, Geburtstage, Telefonnummern, vergiss es, gar nicht. Ja, das kenne ich. So, und mit einem Mal, und du guckst ja nicht nur aufs Skript, ne, musste ich diese Zahlen auswendig können und die schnell runterrattern. Das ist der erste Satz, den er sagt. Naja, und du bist auf Bielefeld, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ostwestfalen. Erschwerend. Aber es hat dann gut funktioniert und vor allem war der Regisseur, oh Gott, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, aber ein wirklich toller Typ, der hat das. Also der Film war auch toll, muss ich wirklich sagen. Ich finde den Film auch gut, ja. Le Mans 66, Ford versus Ferrari. Ja, ich meine Eigenschaft als Ford-Fahrer, fahren Sie fort. Fahren Sie fort. Bin da gucken, also ich glaube, das wird an so einem verregneten Sonntag, finde ich das okay, ich bin aber nicht so ein Wahnsinns-Otto-Nah. Ich auch nicht, Christian Bale. Ist das Bale? So ein Werbespot, meint ihr? Also ist das wirklich... Nee, Christian Bale erfüllt das schon wieder mit Schauspielkunst. Christian Bale und Matt Damon, also auf Deutsch dann... Matt Damon! Und auf Deutsch dann David Nathan und Simon Jäger. Ja. Genau. Und gute Freunde, ich glaube, das wird was. Und das Ad wird auch synchrontechnisch super. Mhm. Ad Astra, Brad Pitt. Ad Astra, ja, Werbung für ein Bier letztendlich. Mhm. Genau. Ad Astra. Verstehst du? Ja. Das sah sehr interessant aus. Also man fand ich auch. Ein guter fand es auch gut, dass man überhaupt nicht verstanden hat, worum es geht, außer dass der Vater ja wohl faktisch noch lebt. Ja, ja richtig. Klar. Und der Vater ist Tommy Lee Jones. Und der Vater ist Tommy Lee Jones. Und könnte das werden. Das passt super, fand ich. Genau. Tommy Lee Jones als Vater von Brad Pitt, das passt irgendwie. Da geht ansonsten ist mir nicht ganz klar, was sie von uns wollen. Aber das ist schön. Das ist doch gut. Ja, genau. Macht neugierig, fand ich auch. Ja. So, sah gut scheint aus. So ein bisschen Inception für den Hausgebrauch zu sein. So das Nuspli-Inception-Version. Ja, der Score, ne? Hatte der Score auch. Das Nutoka. Wobei man nicht weiß, ob das ein endgültiger Score war oder ob sie da irgendwo wieder aus der Hinterbank ein bisschen was gezogen haben. Ja, machen sie ganz gerne mal. Genau. So, wir beenden. Weil du ein zärtlicher Mann bist, Hanna Haller. Können Sie bei jedem Actionfilm drüberlegen. Ist ja nur die ursprüngliche Version. Zum Beispiel. Mhm. Oder, ein zärtlicher Mann bist. Ja, du kennst das nicht zu Ende. Ganz schlimm. Ist kein gutes Beispiel, egal. Die große Hanna Haller. Wir beenden unsere Trailer-Show. Hanna Haller ist. Das war's von uns. Nein. Mit einem Trailer, auf den wir sehr gewartet haben. Und ich weiß, dass einer am Tisch hier jetzt sehr viel zu sagen hat. Wir reden von Dr. Sleep. Thorsten. Der auch den Link gekriegt? Ihr habt doch den Link gekriegt, den ein paar Stunden früher zu sehen? Nein. Oh, habt ihr den gekriegt von Warner Brothers? So privilegiert sind wir nicht. Ich habe ihn schon mittags gesehen. Die Stimmung gibt. Ich habe das Buch gemocht. Ja. Dr. Wir reden Sleep. Von der Fortsetzung von... Von Dr. Shining. Sleep. Von Shining. Genau, von Shining. Man, ist es eine Fortsetzung von Shining? Es ist die Fortsetzung der Lebensgeschichte von Danny Torrance. Ob es zwingend eine Shining-Fortsetzung ist, kann man... Naja, aber jetzt reden wir über den Trailer. Da wird er schon... Wie viele Jahre liegen zwischen den Romanen? Den Roman hat er geschrieben Mitte der 70er. Und den anderen da geschrieben vor 5 Jahren. Ach so, aktuell ist das. Das hab ich nicht aber hättest gekriegt. Du jetzt damit gerechnet, dass der Trailer sich so sehr auf den Kubrick-Film bezieht? Der Film in Rückblenden bezieht sich das Buch auch sehr auf den Kubrick-Film oder auf das Kubrick-Buch. Okay. Das ist ja Danny Torrance, der Junge, der überlebt hat in dem Overlook-Hotel, der die Fähigkeit hat, sehr empathisch mitzukriegen, wann Leute sterben. Aber du weißt doch, worauf ich hinaus will. King mochte The Shining nicht, Verfilmung. Nein, ich übrigens auch nicht. Ich fand das Buch super. Ich hatte riesen Angst davor. Natürlich ist das, was King damals gesagt hat, absolut berechtigt, nämlich zu sagen, dass ein Jack Torrance von der ersten Minute an aussieht wie bekloppt, komplett durchgedreht da schon am Schreibtisch beim Vorstellungsgespräch, ist kontraproduktiv. Das Buch hat aber auch 800 Seiten Zeit, das aufzubauen. Ja. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach sehen willst, auch wobei Jack Nicholson der Schalter umgelegt wird. Mhm. Und Kubrick hat die Leute das 400 Mal machen lassen, bis Shelley Duvall angefangen hat zu heulen. Und ja, so. Deswegen und, ist sie auch so wahnsinnig in dem Film. Ja, und Jack Nicholson hat es ja eiskalt durchgezogen, in leichten Durchvariationen immer jeden Ausraster. Von daher ist der Film so schlecht nicht. Die Musik ist brillant. Die auch wieder im Trailer vorkommt. Die Musik ist brillant. Wir hatten schon drüber gesprochen, das hatte ich dann zurückgeschrieben, hat gesagt, Original Score, richtig geil, richtig schlimm. Diese Eingangsszene, das hatten wir drüber geredet, ne, dass die an Blade Runner verschenkt wurde
Es gibt ja diese Szene, wo sie im Wald fahren zum Overlook Hotel, da haben sie einen Teil rausgeschnitten und Blade Runner hat die damals gekriegt zum Schluss. Doch. Damit Deckard dann abhauen kann, durch den Wald fahren, von oben gefilmt. Der Trailer für The Shining war ja nur die Aufzugstür, durch die das genau. Blut kam. Mehr war das nicht. Weil wir keine richtige Trailerkultur hatten seinerzeit. Naja, ich weiß nicht, ob es damals nicht sogar besser war. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir den ganz, ganz großen Throwback, nämlich nochmal das Overlook zu sehen, dass es jetzt ein bisschen weggenommen wird durch den Umstand, dass wir es schon hatten in Ready Player One. Weil das war schon brillant. Den hab ich trotzdem. Aber um mal über Trailerkultur zu reden, also ich sag nur eins, die Todesbuch der Shaolin. Weißt du, damals gab es ja Trailer, die haben ja gar kein Ende genommen. Also da haben wir wirklich. Und vollkommen gerechtfertigt. Und vollkommen gerechtfertigt. Und in Blut geschrieben. Ein Film für das männliche Ich. Gemacht für das männliche Ich. Ja, kennst du den Trailer? Nee. Muss ich mal gucken. Mach mal kurz. Wir machen den Link. Todesbuch der Shaolin. Beste Trailer. Jemals ever. So, was sind jetzt deine Erwartungen an den Film? Die Stephen King-Verfilmungen werden immer sorgfältiger. Sie nehmen immer mehr Geld in die Hand. Das sind keine Nischenprodukte mehr. Friedhof der Turm. Der Turm war versenkt, ganz vergessen. Der Film wirkt dir wie der Trailer für eine Serie, aber sonst auch nichts. Kannst du das The Dome nochmal neu gemacht? Oh ja, es ist zumindest angedacht, dass er nochmal neu gemacht wird von Netflix. Und zwar um die Originalstory zu erzählen, eines 1200 Seiten langen Romans. Wir sind sehr gespannt. Das reicht dann auch für. Also, sie hatten ja in einer Staffel alles auserzählt, dummerweise. Was soll da jetzt noch kommen? Da ist ein Loch in der Kuppel. Ja, schieb mal eine Bockwurst durch. Dr. Sleep. Ja, Dr. Sleep. Dr. Sleep. Erstmal gute Wahl, unser Kollege. Ja. Ewan McGregor. Fantastisch. Schon deutsch synchronisiert, finde ich ganz Edinburgh. Toll. Guckt ihr die Trailer immer auf Deutsch dann? Ich habe ihn direkt auf. Er war auf Deutsch direkt da. Die Trailer gucke ich immer, weil ich mal Angst habe, weil die wissen ja auch bei den Filmen oft noch nichts, wenn sie die Trailer synchronisieren. Die gucke ich dann lieber im Original, weil ich denke. Ich gucke, was da ist. Ich habe den deutschen Trailer dann geschickt, kriege ich den Link. Und es geht natürlich, die Darsteller alle sehr sorgfältig besetzt. Rebecca Ferguson. Verspreche ich mir, es geht ja um den Knoten. Also um der Knoten. Das ist eine Sekte, ist ein Parallelhandel und eine Sekte, die Energie von Menschen absaugt. Das ist wie so Zigeuner in der Vorstellung, weißt du, rumreisend in Wagen und nennt sich der Knoten. Ja, in diesem Fall, ihr wisst, was ich meine, Zigeunerromantik und dieses Ganze. Aber das heißt aus dem Roman, oder? Das ist aus dem Roman, wird da auch passieren. Der Knoten kommt davor. Anders geht's nicht, ist der handlungstreibende Element. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass der Film sich sehr an der, dass der Film wirklich The Shining als Film zitiert. Ja, natürlich, muss er. Muss er. Weil Danny Torrance zu dem geworden ist, was er. Er erzählt auch von seinem Vater viel, von Jack Torrance und wie er war. Und es muss diese Rückblenden und diese Verknüpfung geben, damit man versteht, wer er ist. Das heißt, der Film ist mittlerweile. Und was er kann. Und wie er das Shining, das er immer noch hat, und er ist nicht der Einzige, der dieses Shining hat in diesem Film, wie er das gelenkt hat, was ihm das gebracht hat, wie ihm das geholfen hat und wo es ihn behindert. Und das wird interessant. Wenn da die Bildsprache stimmt und das Ding ein bisschen düster ist, so ein bisschen der Trailer sah auch super aus. Der hat mich tatsächlich mehr gekriegt als der erste Film. Also. Das ist ein Film, der nicht große Special Effects von dir erfordert und nicht große Creature Effects. Schön. Ich glaube, dass der ganz gut wird, ja. Ja. Das war's von uns zu den Trailern. Wir reden jetzt über die Filme, die im Kino laufen oder demnächst laufen werden. Ralf, was war der letzte Film, den du gesehen hast im Kino? Du hast viel zu tun. Oh, jetzt erwischt mich eiskalt. Also wir versuchen ja tatsächlich irgendwie so mindestens alle 2 Wochen mal ins Kino zu gehen. Oh Gott, was war's denn? War's nicht sogar was Deutsches? Oh, rede erstmal, ich muss überlegen. Nee, war der letzte Film, den du gesehen hast? Godzilla. Godzilla, dann reden wir direkt über Godzilla 2, King of the Monsters. So, denn wir gehen mal raus. Nein. So, Thorsten, was ist dein Problem mit Godzilla 2, King of the Monsters? Nix. Nix ist mein Problem. Ich hatte die 2 Stunden, es hat draußen gepisst wie aus Eimern. Ich habe den Film geguckt und dann habe ich nach 20 Minuten in 3D verwundert festgestellt, dass er schon angefangen hat. Ich habe die ganze Zeit Ton gehört. Hast du wieder deine Sonnenbrille aufgehabt? Nein, wir sitzen bei Ready Player One und Thorsten sagt, der Film ist aber dunkel. Ja, vielleicht solltest du deine Sonnenbrille aufsetzen. Unscharf in der 3D. Unscharf und dunkel. Die Sonnenbrille aufgesetzt. Naja, es ist total am Rum, sofort zu haben. Ficker. Was ist das für ein Dreck, Spielberg? So. Godzilla, ja, ich sitze da und denke mir, mal davon abgesehen, dass diese Geschichte vollkommen unsinnig ist. Zu sagen, pass auf, wir machen das so, wir sind Ökoterroristen. Ich finde ja schon, dass die ganzen Titanen, also du weißt schon, die Titanen,
die 800, auch das Mammut, das durch München läuft, diese ganzen Titanen. Das kommt ja am Ende vor. Gibt es das hier in München? Ja, ja. Es gibt Szene in München mit Mammut, ja, nur auf dem Monitor, wie immer. Ja, aber ja. Nimm das einfach mal so hin. Okay? Viktualienmarkt, Schabunsen. So. Sagt ihr Spoiler, wenn ihr sowas macht? Oder eigentlich? Nein. Ah, der Film läuft ja jetzt schon. Weißt du, nach 10 Minuten siehst du, wie ein Mammut nackt weggespoilert. Was soll man denn jetzt? Du hast Ice Age gesehen, in Wahrheit. Nein. Es läuft ein Mammut durch. Godzilla wird synchronisiert von Otto. Ja. Das Mammut. Das war ja, glaube ich, Arne Elsholz, das Mammut in Ice Age. Genau, ja, richtig. Aber dein Problem mit... Mein Problem mit Godzilla ist, ich hatte die Stunde, ist eigentlich erstmal keins, außer dass der Film natürlich erstmal Bullshit ist, meine Intelligenz beleidigt, also vom Drehbuch her denkst du dir wirklich, komm, ich lass euch viel durchgehen, aber jetzt wird es aber wirklich, dann, dass Charles Dance durch den Film irrlichtert in seinem Rolli, weißt du, also nicht in seinem Rollstuhl, sondern im Rollkragenpullover, immer in so einer taktischen Kampfweste und nur so One-Liner von sich gibt, ich weiß nicht, was er denkt, wo er sich befunden hat, Dreharbeiten technisch, man kriegt ja doch keine Kreatur zu sehen, wie er durchging und sagte, sie werden das Gerät jetzt doch benutzen, dankeschön. Okay. Schabunsen, dann drücken die dauernd den Knopf auf diesem Gerät, um die Monster anzulocken, das ist deren Fernbedienung, ja, um die zu steuern, und dann kommen die Monster. Und ich nenne den Film, wie gesagt, Frau Godzillas Gespür für Schnee. Denn immer wenn das Tier auftaucht, wird es dunkel. Es wird entweder dunkelblau, dunkelbraun oder dunkelgrün. Dadurch 3D wird es nicht verbessert. Und dann sitzt du da und denkst dir, Moment, das war doch gerade mittags. Wann spielt das überhaupt? In einer Woche? Eines Donnerstags? In zwei Jahren? Ist egal. Das Vieh sitzt in einem Vulkan. Oh, es ist Roland. Was? Roland. Genau, Roland. Und Roland. Roland. Steht an der Klingel, unten am Vulkan. Roland Titan. So ein Salz. Zweimal Klingel. Salzteigschild. Keine Werbung in den Vulkan. Ich hab wirklich mal einen Briefkasten. Der Mike oder Kevin? Ich hab wirklich mal einen Briefkasten gesehen, auf dem stand: keine Rechnungen einwerfen. Das war, okay. Man kann's versuchen. Ja. Also. Rodan. Das ist ja eigentlich auch nur ein ostdeutsches Kommando dafür, ist das Boot in Bewegung zu setzen. Aber das dann wird der. Ja, ist gut jetzt, ich weiß. Rodan. Rodan. Volksfahrräder. Alles Volksfahrräder. Rodan. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Das Tier sitzt also in diesem Vulkan und die reden ganz normal im Flugzeug, sagen: Pass auf, Rodan und so, inaktiver Vulkan, müssen wir gucken. Und dann zoomt es im Vulkan und alles wird gelb. Der Hintergrund wird ocker, gelb, grün, braun. Der Vulkan ist braun, das Tier ist braun, ja. Und dann fliegt er los. Godzilla hat als Farben blau oder blau-grau. Mhm. Es gibt so ein Farbkonzept. Es gibt ein Orange-Konzept, ein strenges für King Ghidorah. Der früher King Ghidra heißt, meines Wissens. Aber gibt es dir was zu erzählen? Also sieht das einfach nur geil aus? Sieht es überhaupt geil aus? Es sieht nicht so geil aus, weil offen gestanden, ich habe mich besser amüsiert bei Rampage. Wo sie es geschafft haben, einen riesen Gorilla und einen fliegenden Schakal tagsüber in Chicago oder so zu zeigen. An sowas habe ich mehr Spaß. Aber der nimmt sich auch nicht ernst, der Film, oder? Rampage nimmt sich natürlich zu keiner Sekunde ernst. Ja. Aber die Spezialeffekte, die sie bringen, sind clean. Und ich glaube, dass mit 200 Millionen Dollar, was Godzilla King of Monsters gekostet hat, oder Godzilla 2, das ist zu wenig Geld leider für so einen Film. Leider, leider, leider. Echt? Auch heute? Ja, ich meine, wenn du jetzt 17 Monster hast, von denen du jetzt schon nicht alle zeigen kannst, sondern sich auf 3, 4 Charaktere konzentrieren musst, dann ist das rein, und Industrial Light and Magic war beteiligt und so weiter. Ich habe mir den kompletten Abspann angeguckt. Ich glaube, dass sie nicht so sauber bei den Spezialeffekten arbeiten konnten, dass es nicht aufgefallen wäre, wenn es einfach nur mal Nacht gewesen wäre oder einfach nur mal Tag oder einfach nur mal Dämmerung. Sie mussten permanent diese künstliche zweite Ebene des verdunkelten Himmels hinzufügen, verkaufen uns das als bedrohliche Atmosphäre, die überhaupt keinen Sinn ergibt, weil der Himmel wäre nicht braun, wenn du da angeflogen kommst und ist auch nicht plötzlich aufstoßen Nacht, um eventuelle Ungenauigkeiten und Unsauberheiten in der Animation zu kaschieren. Also ich mache gerade mal eine Liste, damit der nächste Godzilla-Film deinen Ansprüchen, also da quasi deine Checkliste. Das ist ja ein King Kong gegen Godzilla. Ich meine, sie kriegen doch clean Gorilla hin. Mehr Licht. Ja, der Skull Island, der war super. Der hat totalen Spaß gemacht. Skull Island hat auf seine stumpfe Art total Laune gemacht. Aber Dinosaurier können sie eigentlich seit dem ersten Jurassic Park eh. Also die sehen eigentlich immer gut aus. Du hattest von Jurassic Park gesprochen, von wegen den Menschen. Ja, den Figuren. Ja, ich habe hier wirklich das Gefühl, dass man auch die Godzilla-Filme, die waren ja alle Banane.
Und da hat man so gedacht, das müssen wir auch so machen. Verstehst du? Und jetzt gibt's aber, es gibt aber Monsterfilme, wie zum Beispiel Jurassic Park, die haben wunderbare Charaktere und um die man sich auch sorgt, mit denen man mitzittert und so. Und das war halt bei Godzilla war das bei halt Godzilla, nicht so. Godzilla ist ein zutiefst ernsthafter Film, der eine nicht klar erkennbare Hiobsbotschaft beinhaltet. Dann hat der Film keinen Humor, der aus den Charakteren erwächst, weil du die gar nicht kennst, die Leute, sondern da werden nur so One-Liner beigeschrieben. Die gucken auch nur auf den Monitor. Die ab und zu abgesagt werden, die ab und zu aufgesagt werden. Das ist ein Riesenflugzeug unterwegs, ein super Riesenflugzeug. Mhm. Ich dachte, das gehört vielleicht den X-Men oder so. Ja. Und jede Szene, in der Monster vorkommen, ist der Hintergrund so extrem farblich angepasst auch an die Kreatur oder Nacht oder Regen oder Schnee oder dunkel oder braun, dass es nervt. Du bist gar nicht in der Lage, Godzilla tagsüber zu sehen. Da gab es Szenen, ich habe den alten nochmal angesehen, das wächst ab und zu mal tagsüber Godzilla. Also von Garth Edwards. Garth Edwards. Von genau, Garth Edwards. Wenig Godzilla, den aber dann wächst mal tagsüber oder in einer klaren Nacht. Ich den besser tatsächlich. Besser fand ich den nicht. Der zweite geht über Tische und Bänke, aber entweder machst du ganz großes Besteck. 200 Millionen Dollar ist zu wenig. Aber warum wird sowas so grandios verkackt? Ich meine, die haben doch offensichtlich versucht, ein neues Figurenuniversum. Für einen Sonntagnachmittag-Film ist das gut. Also ich hatte als nicht jemand, der mit Godzilla sozialisiert worden ist, ich habe die Filme natürlich auch gesehen. Ich habe die Filme auch gesehen, aber Gary, das waren Stuntmen in Gummianzügen, die durch eine Lego-Landschaft gelaufen sind. Er ist neulich erst gestorben, der Typ. Ja, der wird im Abspann auch erwähnt. Genau. Das ist dasselbe Universum wie dieser Kong-Film, ne? Das fühlt sich zusammen, oder? Ja, was wir jetzt machen ist, wir wollten Kong, Skull Island, erst haben wir Godzilla, dann kommt Kong, genau. Dann kommt schön, dass du nochmal Mr. President auf den Tisch holst, Ralf, dankeschön, genau. Toll. Jetzt habe ich wieder, kann ich wieder nicht schlafen, drei und Tage. Die werden sie jetzt zusammenführen, King Kong soll inzwischen so angewachsen sein, dass er größer ist als Godzilla, er war noch im Wachstum in Kong. War noch ein Teenager. Ne? Lecker Pflege. Banane noch drauf, genau. Jetzt noch umgedreht, Kappern im Skateboard nochmal. Ja. Ja. Pubertät. Onanierend stand er im Pappelhain. Wieso wusste ich, dass du das sagst? Hat mit Exkrementen geworfen. Ja. Affen so machen Affen. Wie mit Scheiße. Das war mal eine halbe Tonne, wenn da was fliegt. Ja. Geht zur Seite. Godzilla ist gerade in 3D ein echtes Ärgernis, weil sie ihn natürlich konvertieren, das machen sie einigermaßen sorgfältig. Und da der Film generell dunkel gehalten ist und du dann nochmal etwa 20-25% Helligkeit abziehen musst bei einer 3D-Version, ist das dann rausgeschmissenes Geld, weil du die ganze Zeit denkst, okay, ja, King Ghidorah, was ist, ja, du weißt auch nicht, was die machen. Also du hast eigentlich keine Begrifflichkeit davon, wohin bewegen die sich hin, wo gehen die her, überhaupt was machen die jetzt, was wollen die von uns? Entfernung spielt in dem Film überhaupt keine Rolle. Timeline und Geografie spielt keine Rolle. Also die sind irgendwie in 2 Minuten sind sie vom einem Kontinent zum anderen mal eben. Ich meine, das Meer oder der Ozean ist ja generell tief. Ich meine, ich würde mal sogar fast behaupten, naja, gut, da liegt tiefer ja als schon Plastik jetzt erstmal, ne? Kannst einfach drüber laufen. Tiefer als Godzilla. Und ich meine, der steht da immer drin, als wenn er in irgendeiner Pfütze stehen würde. Ja. Irgendwie so. Dann, was bei mir nicht mehr zieht, ist, dass der einzige sympathische Charakter in dem ganzen Film, ne, der Japaner, Ken Watanabe, hab mich geschnitten, das ist 40 Stiche. Kenn ich. Ja, komm. Es muss eine Atombombe, mit einer Atombombe muss Godzilla geweckt werden. Godzilla schläft in so einer Art, ich kann dir das nicht erklären, aber Aquaman wohnt da auch. Ja. Frag nicht nach. Ja. So Atlantis. Ups, ja. So eine Atlantis, okay. Aber noch älter. Also man frag nicht. Und da schläft Godzilla auf so einem Plateau mit so einer Hebebühne. So ein Futonbett. Ja. So eine Treppe. Genau. Und den muss man wecken mit einer... Wieder. Ja. Ja. Okay. Den muss man wecken mit einer Atombombe. Und die geht natürlich, wie in jedem Film, der von Bruckheimer beispielsweise ist, die muss dann doch noch manuell ausgelöst werden. Also nicht von Manuel, man kennt ja keinen, sondern... Von Emanuel. Gehen Sie bitte aus Ihrem Korbsessel raus. Silvia Christel erscheint und weckt sie. Ja, die kennst du, was? Die kenne ich aber. Mit dem Briefe, Silvia Christel von der Post. Man weiß es nicht. Dann muss er die Atombombe von Hand auslösen. Mhm. Verstehst du? Die schwimmen weg und schlabunzen. Und das ist halt, das kaufe ich schon nicht mehr seit Armageddon. Ist Pacific Rim der bessere Godzilla?
Oh, Pacific Rim fand ich toll. Ja, Pacific Rim fand ich gut, weil Pacific Rim so eine pseudo-militärische Patrioten-Schwachsinnsnummer erzählt. Ich fand, dass die Jäger, das fand ich ganz charmant. Nimmt sich null ernst. Die ganze, du kriegst die Vorgeschichte im Vorspann reingejubelt, sowas schätze ich immer. Ja. Die ganze Origin-Story. Und das war absolut glaubhaft und die habe ich sehr gemocht. Pacific Rim mochte ich sehr. Ist es die bessere Alternative zu? Es ist die besser gemachte Alternative. Okay. Weil ich weiß, klar, man muss so ein Godzilla nachschieben und ja, so ein Film kostet Geld, aber die können jetzt bei Warner Brothers für so ein Nischenprodukt sich nicht einfach auf den asiatischen Markt verlassen und dafür 450 Millionen Dollar rausballern, weil viele Monster drin vorkommen. Also machen so ein Ding, wo du sagst... Was hat denn der letzte Avengers gekostet? Weil ich habe echt gedacht, 250 wäre immer noch zwischen 400 und 500. Ernsthaft? Naja, klar. Aber da ist Werbung mit drin, oder? Michael Douglas steht da und hält das Bein zum Furzen hoch. Das muss schon 5 Millionen gekostet haben. Ja, der Film muss ultra teuer gewesen sein. Die Besetzung allein natürlich. Ein 3-Stunden-Film ist einfach doppelt so teuer wie 90 Minuten. Mir geht das mal los. Mhm. Wahrscheinlich. Und dann hast du das Vollensemble gehabt. Gab es einen Star Power im Godzilla? Das Mädchen aus Stranger Things spielt mit, ne? Wer noch? Millie Bobby Brown. Charles Dance spielt natürlich mit. Geburtstag hat wie ich. Kyle Chandler, der total overactende Kyle Chandler, den ich immer mag, wenn er overactet. Ich fand es aber eigentlich ganz. Also, ich muss jetzt mal eins sagen. Nein. Ich bin, wie gesagt, nicht mit Godzilla sozialisiert worden. Wo warst du eigentlich? Ich dachte mich gerade, wir sind in einer Zeitschleife, Gary. Und ich hatte meinen Spaß. Ich sehe deine Punkte total, aber ich hatte für einen Godzilla-Film. Hatte ich für 90 Minuten, 2 Stunden, hatte ich Das ist aber Spaß wie für, ja, für einen deutschen aber Film war es ganz gut. Das ist genau der Punkt und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man ganz wenig Ansprüche, mit ganz wenigen Ansprüchen ins Kino reingeht und nachher rausgeht und sagt so, ja, so schlecht war er ja nicht. Und das reicht ja eben. Und da möchte ich jetzt mal kurz von Godzilla weg auf Man in Black International kommen. Auch da, wir hatten vorhin das schon, Rambo, die Geschichte ist erzählt, Terminator, die Geschichte ist erzählt, die Man in Black Geschichte ist nach dem ersten Teil erzählt. Es gibt keine weiteren Geschichten, die dazu, ich weiß, mir hat einer erzählt bei der Pressevorführung, es gibt eine Animationsserie, von der ich nichts mitbekommen habe. Es gibt den zweiten Teil, der darunter litt, dass viel rausgeschnitten worden ist wegen 9/11, weil das Finale sollte auf dem World Trade Center spielen. Das mussten sie dann ändern, natürlich, ganz klar. Der dritte Teil hatte diesen Moment mit Josh Brolin als Tommy Lee Jones. Zeitreise-Ding. Ja, sind sie? 29. Ja. Sehr, sehr gut. Da gab es ein paar nette Gags, aber die Geschichte ist mit dem ersten Teil erzählt und da rettet auch die Chemie von Chris Hemsworth und Tessa Thompson jetzt nichts. Das ist ein bisschen geleckt und ein bisschen Hochglanz. Ja, das Chris Thompson, es ist alles, was passiert, ist absehbar. Du weißt, wer am Ende sich als Bösewicht rausstellt. Chris Hemsworth zieht das Hemd natürlich aus an irgendeiner Stelle. Warum auch nicht? Ich würde es ausziehen. Aussehen, ja. Immer. Die Creature Effects sind gut. Wie heißt er? Schätzt mir auch immer ein. Liam Neeson spielt mit. Kali Najami. Ja, aber man hätte doch auf jeden Fall da noch Autoren finden können, die dazu was zu erzählen. Ja, aber es ist Toy Story du musst es clean und sauber halten. Ja, Familienfilm, FSK 12. Aber es ist wirklich, ich kam aus dem Kino raus und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir hat einer so ein Blitzdings vors Gesicht gehalten und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Weil sie sagen, wir warten jetzt mal 15 Jahre und dann kriegst du das bewährte Futter nochmal. Wir müssen natürlich aktuelle Stars nehmen. 15 Jahre dauert das nicht. Ja, aber das siehst du ja, bei Spider-Man hat es keine 15 Jahre gedauert, aber sie haben einen Plan verfolgt und bei Man in Black warten sie einfach mal 10, 15 Jahre oder 10 Jahre und dann sagen sie, hier, guck mal, ja, neue Leute, gesagt, gleiche Idee. In 5 Jahren gibt es, glaube ich, den nächsten Iron Man, also könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass bei Marvel. Da sind sie sorgfältiger. Ich glaube, dass bei Marvel, Herr Feige hat da einen Masterplan. Also, Man in Black International habe ich wirklich gedacht, so, warum sitze ich hier? Warum erzählt ihr mir nicht eine neue Geschichte? Wahrscheinlich, weil es bei Man in Black keine neue Geschichte gibt. Ja. Gary. Nee, ja, da hast du recht. Also, ich meine, was will man da groß. Was ist mit Terminator? Was willst du denn nochmal? Terminator 2 war vielleicht ein Glücksgriff. Ja, sicherlich. Also, die Welt ist immer in Gefahr und die müssen das. Und dann gibt es immer diese schnodderigen Aliens und dann wird sich darüber aufgeregt und dann gibt es den kleinen Mobs und dann diese komischen dürren Aliens. Das tauchte alles auf. Was mich ja interessiert hätte, ist, ob es eine Referenz auf die anderen Filme gibt. Es hängt ein Bild an der Wand im Hauptquartier. Hier mit Will Smith und Tommy Lee Jones als Gemälde, wo sie gegen die große Kakerlake kämpfen. Ich muss nochmal sagen, die große Kakerlake im ersten Teil, Vincent D'Onofrio, dass der dafür keinen Oscar bekommen hat, ist also ist eine Frechheit. Schaden. Und wenn die Kakerlake zum Schluss nochmal auftaucht, wir haben uns erschreckt. Wir haben es nicht kommen sehen. Ja. Nein, und das war ein guter Film. Der war auch absolut großartig. Also ja, wow. Bleibt da auch. Ich weiß noch, wie Will Smith
Thorsten, du erinnerst dich? Ich habe ihn ja getroffen. Ja, ja, Will Smith. Ja, genau, Thorsten und so. Bros. Wie Will Smith und ja, aber Hass Bros, weil er überhaupt nicht mehr. Bros. in diesem Haus sind von dieser Frau, wo dieses Haus so schäbig ist. Ja, ja, ja. Und Will Smith steht dann so, and get a decorator because damn. Weißt du, diese großartigen Comedy-Momente. Aber wie gesagt, Man in Black International braucht kein Mensch. The Dead Don't Die. Noch so eine Geschichte, die... Oh, wie heißt er, der Regisseur? Jim Jarmusch. Ja. Also als der Trailer rauskam, sagte ich, Jim Jarmusch dreht eine Zombie-Komödie in dieser Besetzung. Hoffentlich wird das richtig toll. Darf ich was fragen? Transusig, ja. Ne? Ein Film von Jim Jarmusch, den ihr wirklich toll findet. Smoke in the Face. Weil mir fällt keiner ein, tatsächlich. Blue in the Face. Blue in the Face. Smoke. Blue in the Face. Ghost Dog. Also als ich angefangen habe, Film zu studieren, Ende der 80er Jahre, war Jim Jarmusch der absolute Indie-Gott. Ich weiß. Aber ich frage mich, ob ihr den trotzdem gut findet. Down by Law, Stranger Than Paradise, John Lurie, Tom Waits, Roberto Benigni, die ganzen Episodenfilme, Coffee and Cigarettes, genau. Das ist ein Film, der dich ja vom Titel her einfach direkt abholt. Aber auch Bill Murray, oder? Hat er auch mitgespielt. Auch Bill Murray, Broken Flowers. Broken Flowers ist Jim Jarmusch. Und Deadman. Lost in Translation. Aber der Trailer sieht halt aus wie eine schlechte Zombieland-Kopie, ne? Irgendwie. Ja, also, erzähl mal. Pass auf. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Pass auf. So. Für ein Saturday Night Live-Sketch in dieser Besetzung für 10 Minuten lasse ich mir das gefallen. Ja? Okay. Aber guckt euch den Trailer an und ihr habt eigentlich alles gesehen. Ja, ihr seht. Und es ist wie so ein Trailer, wie so ein Ed Wood-Trailer. Weißt du, Ed Wood hat ja auch damals Bill Murray und Johnny Depp und dann Sarah Jessica Parker und da. Und dann war aber Ed Wood aber auch ein guter Film. Ja weil er einfach eine Geschichte erzählt hat von was Ed Wood angetrieben hat, diese schlechten Filme zu machen. So. Angora-Pullover. Ganz richtig. Und das ist jetzt ein Film, also wenn ihr in den Film reingeht. Angoraphobie, ich kann ja in engen Räumen keine Pullover anziehen. Angora? Den habe ich auch nicht verstanden. Ist aber egal. Das ist auch scheißegal. Also wenn ihr in den Film reingeht, nur weil ihr Iggy Pop als Zombie sehen wollt, dann guckt euch den Trailer nochmal an, weil genau das ist das, was ihr von Iggy Pop als Zombie seht. Mehr seht ihr nicht. Bill Murray und Adam Driver sind super zusammen. Sie haben eine total tolle Chemie. Es gibt so wahnsinnig viele selbstreferenzielle Gags da drin, dass du irgendwann mal denkst, wollt ihr mich jetzt wirklich verarschen? Die vierte Wand wird durchbrochen. Nein, es wird nicht die vierte Wand durchbrochen, es wird sogar die fünfte Wand noch durchbrochen. Also es die wird, kommen im Kinosaal, tauchen die plötzlich einzige auf. Die stehen auf einmal neben dir. Nein, es gibt wirklich einen Moment, wo du denkst, echt? Dafür habe ich jetzt hier 90 Minuten gesessen? 90 Minuten sind okay. Steve Buscemi ist okay. Santiago Ziesma spricht wieder Steve Buscemi. Ich will sagen, dass Jim Jarmusch das Genre des Zombiefilms nicht ernst genommen hat. Oder nicht verstanden? Doch. Das quält so schwingt so mit. Ja, könnte ich so unterschreiben. Ich würde sagen, es ist eine Zombie-Komödie, die man nicht wirklich braucht. Ich finde, er hat mit Only Lovers Left Alive einen sehr schönen Vampirfilm gemacht, der aber auch jetzt nicht vordergründig eine Komödie ist mit Tilda Swinton. Dafür ist er ein bisschen geschwätzig. Aber ein schöner Film, auch ein Jim Jarmusch-Film. Da hat er sich meines Erachtens ein bisschen verhoben, weil, wie gesagt, als Sketch kann ich das verstehen, er ist auch lustig anstellen, aber als ganzer Film trägt das für mich leider nicht. Was ist denn eigentlich die Geschichte? Also gibt es irgendeinen originellen Ansatz? Ja, die Zombie, es wird begründet, warum die Zombies aus den Gräbern kommen, weil die nämlich die Erdachse gefreckt haben. Die haben an Polen angefangen zu frecken und dadurch verschiebt sich die Erdachse, die Sonne geht nicht mehr unter und die Zombies kommen. Also es wird nicht erklärt, warum die Zombies aus den Gräbern kommen. Ich finde, das ist eine sehr plausible Erklärung für die Zombie-Apokalypse. So ein bisschen frecken. Ja, also wenn man Jim Jarmusch mag, ist es natürlich okay, aber wenn man jetzt eine Zombie-Komödie, wir haben auch einfach schon zu viele Zombie-Komödien gesehen. Ja, und Bill Murray war in einer fantastischen Gruppe. Absolut, Zombieland, ja, natürlich. Das war rund. Aber guckt euch lieber nochmal Shaun of the Dead an. Und hier, davon wird es einen zweiten Teil geben bald. Von Zombieland? Von Zombieland. Zombieland, ach. Ja. Rocketman. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Mochte ich. Hast du Rocketman gesehen? Leider, ist dir mittlerweile eingefallen, welchen Film du gesehen hast? Nee, also ich habe tatsächlich, da sieht man mal, wie wenig der mich gekriegt haben muss. Es war irgendein Thriller, den ich ganz schlimm fand. Mir ist der Film davor eingefallen und das war Us. Us, Den habe ich davor gesehen. Von Jordan Peele. Jordan Peele, genau. Reden wir auch gleich, weil wir reden...
Das fand ich aber der Film danach ist mir jetzt beim Leibe nicht mehr eingefallen. Okay. Schlimm. Nicht gut gewesen. Nein. Rocketman also, hast du noch nicht gesehen wahrscheinlich, ne? Oh nein. Ich habe Rocketman. Ich werde den, glaube ich, erst zu Hause sehen. Zweimal gesehen. Zweimal? Wirklich sehr gut. Also, ich habe ihn zweimal gesehen. Ja, Rocketman, ich habe es auch bei der Kritik, die wir auf Patreon schon reingestellt haben, schon gesagt. Rocketman ist eigentlich der Film, der Bohemian Rhapsody hätte sein müssen, weil er konsequenter ist, weil er von vornherein ein Musical ist. Also die Songs haben jetzt auch keine Chronologie. Du, das ist ein bisschen was anderes, wenn der Hauptprotagonist noch lebt. Es ist was anderes, es ist was anderes, genau. Das ist auch richtig, aber die Geschichte hat durchaus Ähnlichkeiten. Natürlich ist der Regisseur auch der gleiche. Dexter Fletcher hat ja Bohemian Rhapsody zu Ende gedreht, nachdem Bryan Singer abgehauen ist. Eddie the Eagle, glaube ich. Eddie the Eagle, hast du den gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Wie fandest du? Gut. Gott, also es ist ein schöner Wohlfühlfilm. Taron Egerton, der nach dieser Robin Hood-Scheiße auch schwer eine Scharte auszuwetzen hat, das konnte dann nicht. Das war ein Dreck, ey. Nein, das war auch Dreck. Aber lass uns mal über Rocketman. Müll. Und ich glaube, der hat 100 Millionen Dollar gekostet. Nur damit ihr mal einen Überblick habt, was Godzilla gekostet hat. Es gab jetzt einige Leute, die gesagt haben, dass Rocketman homophob wäre und Drogen. Habe ich auch gelesen. Ja, dass das gesagt. Ja, Klammern das so aus. Drogen wären so schlecht dargestellt. Dabei hätte Elton John noch in den 70ern seine besten Songs geschrieben und so weiter. Gott, der Mann hat... Viele Künstler haben... Weißt du, auf Crack kann ich dir auch Laminat verlegen, schätze ich mal. Also, oder einen guten Hefezopfback. Einen schönen Hefezopfback, einen schönen Sauerbraten mal. Relativ zügig sogar. Ich kann nur sagen, das Herz des Films ist für mich Jamie Bell, der Benny Taupin spielt, und man merkt richtig, was für geniale Texte Bernie Taupin geschrieben hat, denn die sind ja in das Drehbuch auch eingewoben, sie kommen ja aus den Dialogen in die Songs rein, mit den Texten von Bernie Taupin. Das auf Deutsch? Wie funktioniert das auf Deutsch? Das funktioniert gut, weil die Songs nicht eingedeutscht worden sind. Er ist gut. Okay. Ich habe ihn beides mal auf Deutsch gesehen. Funktioniert super. Warum sollte man die Songs auch eindeutschen? Das wäre vollkommen grässlich. Naja, weil Hennes sagte, die Dialoge gehen in die... Und wenn er dann einmal sagt, it's a little bit funny. Machen können. Wir wollen euch rocken. Ja, wir werden euch rocken. Werden euch rocken. Naja gut, bei Yesterday, den wir auch gesehen haben... Bürgerliche Rhapsodie. Böhmische. Böhmische bürgerliche Rhapsodie. Naja, bei Yesterday, den wir auch gesehen haben, wo wir gleich noch drüber reden, da ist es so, dass bestimmte Beatles-Texte in den Dialogen drin sind und das merkt man auf Deutsch. Das ist so ein bisschen holprig. Holpert. Oliver Rohrbeck hat das synchronisiert. Völlig lässig. Ich muss sagen, Rocketman ist einer der schönsten Musik-Biografie-Musical-Sachen, die ich Was mit Phantom in the Park? Mit gesehen? Ja, auch. Gut. Auch kurz danach. Guckt euch Eddie the Eagle an, der läuft gerade auf Netflix, auch von der läuft gerade auf Netflix, gegen 22 Uhr immer, ne? Immer einfach mal genau reinschalten. Auch mit Taron Edgerton und von Dexter Fletcher. Und wenn Tommy nicht überzieht. Matthew Vaughn hat die produziert. Ja. Also ich habe beim zweiten Mal an den gleichen Stellen geheult wie beim ersten. Nur früher, weil ich wusste, wann die Stellen kommen. Okay. Also am Ende, du weißt, diese Stelle, da war eine große... Eddie the Eagle ist doch der mit diesem Underdog, der dann Schanzen springt. Eddie, habe ich gesehen. Und das hat Dexter Fletcher gedreht, auch mit Taron Edgerton und Hugh Jackman und Matthew Vaughn. Und Dexter Fletcher hat den wunderbaren Musical... Spielt nicht eine deutsche Schauspielerin damit? Iris Berben. Ja, Iris Berben, genau. Iris Berben wäre tot, aber die ist ja gar nicht tot. Oh nein, Iris Berben ist nicht tot. Immer Hannelore Elsner. Wundervolle Iris Berben. Ist leider gestorben. Gary ist immer so einer, ist tot. Der ist doch tot. Der ist doch tot. Ja. Ich war einmal ganz tief reingeritten mit Katharina Valente. Genau. Ja, genau. Hat die angerufen. Nein, sie ist immer noch nicht tot, Gary. Du bist tot, innen drin. Ich wollte nur sagen, wenn ihr... Ja, ich meine, die Frau hat ihr Leben lang getanzt. Also da kommt ihr das mal zugute. Was? Dass sie jetzt immer noch lebt, meine ich. Ja. Jetzt sich ihr Leben immer noch gut auf dem Bein. Jetzt bist du mit einmal Arzt oder was? Also. Nochmal ganz kurz. Sie haben leider Krebs, aber ich verschreibe Ihnen tanzen. Tanzen. Bitte tanzen Sie. Vier Passodobel mittags. Mittags, abends nochmal. Wie du sie diese Sachen... Soll ich das ruckzuck Ich streich das durch. Trinken Sie bitte entkalktes Wasser dabei. Okay. Also, wenn ihr Musical-Filme mögt, dann guckt euch bitte von Dexter Fletcher an. Gary Strebeck, Heilpraktiker of the Dance. Ja, lass es kommen. Ja, ist gut jetzt. Schickt mir eine SMS, ich sag's euch. Yesterday. Hast du den auch gesehen? Du baust das mal. Wir kommen von Rocketman of Yesterday. Ja, Yesterday. Natürlich baue ich eine gute Rampe, ich habe mich vorbereitet. Ja, natürlich. Yesterday hat mir ganz gut gefallen. Wir hatten einen sehr emotionalen Tag an dem Tag, das kann man mal so sagen. Letzten Freitag? Ja. Ich muss sagen... das wollen wir jetzt aber wissen. Zwei, also Yesterday ist... Weil wir erst Toy Story 4 gesehen haben und dann Yesterday. Okay. Danny Boyle und Richard Curtis hat das Drehbuch geschrieben, der ja Romantic Comedy, der King Kong
unter den Romantikern. Danny Boyle hat Regie? Ja. Oh, ich liebe Danny Boyle. Aber Danny Boyle versteckt sich in dem Film ziemlich. Also er nimmt sich sehr unter den Romantikern. Man sieht ihn nicht. Pinky Dora unter den Motorradfilmen. Der Rolf Kauka. Möbelmeier. Nein, aber jetzt. Unter den Pizzafahrern. Also er hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte ihn sehr. Aber ich habe so das Gefühl gab so die Geschichte, dass jetzt praktisch die Prämisse, dass nach einem globalen Stromausfall plötzlich der Typ wieder zu sich kommt und Fracking. Daniel wird gefrackt und dann praktisch die Beatles nie existiert haben und er praktisch die ganzen das wird nicht erklärt. Songs im Kopf hat und, Moment, und dadurch, jetzt gleich. Dadurch nein. Zu einem, nee, das ist die Prämisse des Films. Das habe ich im Trailer gesehen, aber ich das, genau. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, die Prämisse trägt nicht so lange. Also es ist, das ist meinst, hast du das Twilight-Zone-Geschichte tatsächlich? Also, Zone. Toller Zone-Geschichte, aber für so einen langen Film. Fandest du, ich fand, dass die Prämisse großartig. Der hat mir zu viel, der war immer nur am Leiden. Der hat immer so, oh Gott, ich kann das ja eigentlich gar nicht richtig. Also ist es nur ein Gimmick dafür, die ganzen Songs zu spielen? Und nein, das ist es nicht. Ja. Das ist es nicht. Ich finde, dass der Kern ist diese Liebesgeschichte zwischen Himesh Patel, das ist sein erster Kinofilm, und Lily James, die seine Schulfreundin spielt. Und die Idee ist halt, dass es gibt ein globales Blackout und es gibt die Beatles nicht. Mhm. Ja, ja, klar. Und dann ist das gleich nochmal, was ich kann. Ja, oh. Aber es bevor wir gleich zu einem wirklich wichtigen Punkt kommen, gehe ich mir eine rauchen. Warte mal, Moment, bevor du rauchen gehst, bevor wir weiter. Das kannst du jetzt im Moment noch nicht. Wir haben das festgelegt. Kannst du noch einen Moment warten? Ich war dabei. Du darfst jetzt gleich hier rauchen. Hier liegt fest, wann ich rauche. Ja, 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 so ist das. Muss ich heute Abend anrufen, wenn ich kacken will? Nein, ja, auch. Pass auf, Gary ist Arzt. Du kannst gehen. Pass auf. Also, kurz zu Yesterday, bevor wir zu Toy Story kommen und dann geht Thorsten eine rauchen. Yesterday ist eine sehr schöne Komödie, Verbindung von Richard Curtis, Vier Hochzeiten und ein Todesfall, dieser wunderbare Film, auf den du mich aufmerksam gemacht hast. Paddington 2? Eine Frage der Zeit, was im Grunde der Film ist. Was auch der Film ist, ja. Wenn du darüber nachdenkst, es ist im Grunde der gleiche Film. Okay, und es gibt einen ganz, ganz wunderschönen Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe, mit dem du auch nicht gerechnet hast, den wir jetzt nicht spoilern werden. Das war ein sehr, sehr schöner, nein, nicht Twist. Also sehenswert, ja. Absolut sehenswert. Und ich wollte mal Respekt vor Ed Sheeran, ja, der ja sich selber spielt in dem Film und sich selber so ein bisschen zum Horst macht, denn aber der hat Humor, das glaube ich. Er hat Humor, aber natürlich. Auf Hogwarts war. Sieht immer aus wie so ein roter Kartoffelsack, aber. Ja, auch bei Game of Thrones. Da hat er nicht reingehört. Das war schlimm. Das war ein schlimmer Moment bei Game of Thrones. Wir reden aber gleich. Aber der hat Humor, auf jeden Fall. Nein, bei Game of Thrones hat er mitgespielt. Mensch, Harry. So, pass auf. Auf jeden Fall. Können wir Yesterday sehr, sehr empfehlen. Ja, nicht nur für Beatles-Fans. Und ist mal was anderes. Gary, du bist jetzt zwischen, ist mal was anderes zu. Ich finde es okay, ich mochte ihn sehr. Du warst, also diese drei, wirklich? Was ist es denn? Entscheide dich mal. Sehr ambivalent. Ja, ich sehr ambivalent. Also ich mochte ihn, aber ja. Er hat dich unterhalten, aber er hat ja auch nicht viel gegeben. Ich finde die Kombination Richard Curtis und Danny Boyle funktioniert wunderbar. Und es ist nicht nur für Beatles-Fans ein... Ich mag Richard Curtis sehr. Aber du weißt natürlich sofort, worauf es hinausläuft. Ja, es ist ein Richard Curtis-Film. Wenn du mit romantischen Komödien nichts anfangen kannst, dann guck dir das langsam an. Raus. Da kann er nichts. Doch niemand, wenn du gehst. Was erzählst du? Oh. Ich glaube, wir müssen doch jetzt mal kurz für Thorsten eine kleine Pause machen. Thorsten geht jetzt mal raus und raucht sich eine. In der Zeit reden wir drei. In der Zeit reden wir drei über die letzte Staffel von Game of Thrones. Und jetzt ist Spoiler Alert. Spoiler Alert. So, Thorsten ist jetzt raus, eine rauchen oder zwei oder drei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, über Game of Thrones zu sprechen, da Thorsten immer noch bei Staffel 4 ist oder keine Ahnung, wo er ist. Gary fällt erstmal der Popschutz. Der Popschutz. So nennt man das. Ja, ich weiß. Ralf, du hast alles gesehen von Game of Thrones? Ich habe alles gesehen und ich bin mir nicht zu schade, den Gag nochmal zu bringen, gerne? Den wir eben noch hatten, bevor wir alles, die gesamte Aufnahme abgebrochen ist. Ich habe alles gesehen, lieber Hennis, aber sprechen wir von der Serie oder in dem Moment, als du von deinem Hemd angezogen hast? Tja, auch mein Hemd ist laut. So. Der Gag wird frischer. Je besser. Aber ja, ich habe alles gesehen. Ich bin auf aktuellem Stand und wie wir eben schon festgestellt haben, ich habe überlegt, in welcher Staffel es gewesen ist mit dem Battle of the Bastards, was das Unfassbarste war, was ich
jemals gesehen habe, im Fernsehen, im Film. Ja. Ich war emotional involviert. Ich habe dramaturgisch, cinematografisch, ich hab gedacht, was passiert hier? Ich war so mitgenommen, ich war so durchgewürfelt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe da mitgekämpft. Das hat mich wirklich einfach komplett abgeholt, weggebracht und nochmal zerknüllt, wie ich das noch nie erlebt habe, wenn ich was gesehen habe. Und das war schwer, danach noch irgendwas mit mir zu machen. Und war das der Moment, wo du ausgestiegen bist oder wo du deinen Frieden mit der Serie geschlossen hast? Ich hatte einfach Hoffnung, dass eine Serie, die mich bis dahin fantastisch unterhalten hat, wo die Figuren dafür gesorgt haben, dass ich wirklich wissen möchte, was passiert denn mit denen ich gelacht, geweint, gezittert habe, dass ich gedacht habe, okay, die kriegen es immer noch hin, mich zu überraschen und anscheinend die anderen Menschen auch. Und ich dachte, mein Gott, was kommt jetzt als nächstes? Mhm. Und dann kam eben dieser Augenblick in Staffel 7, wenn die umzingelt sind von den White Walkern auf diesem See und ich mit einem Mal merke, das glaube ich jetzt irgendwie alles nicht mehr. Das ist, fühlt sich zu reingeschrieben ein, der gesamte Konflikt, warum, also die hätten die einfach auch in Sekunden vernichten können, wie wir ja auch gesehen haben. Ja, ja. Und dann passiert das alles nicht. Alles wird künstlich aufgehalten, in die Länge gezogen. Mhm. Der gesamte Konflikt erschließt sich mir einfach nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr etwas beizuwohnen, wo ein Autor sich lange drauf hingeschrieben und sich Mühe gegeben hat und voll drin ist, sondern wo Leute gesagt haben, wir müssen jetzt, das muss funktionieren im Kontext dieser Serie und Leute müssen sich unterhalten fühlen und wir brauchen noch eine Staffel. Wir müssen und jetzt anfangen zu bedienen und vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber da. Nein, da, ich meine, das war ja das Problem. Wenn es euch auch so ging, ging es ja vielleicht vielen Menschen so. Das Problem war ja schon, dass Martin irgendwann mal aufgehört hat zu schreiben, beziehungsweise die Bücher gingen ja nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, danach mussten die beiden Showrunner halt einspringen und Sachen sich ausdenken. Das hat man schon gemerkt, fand ich. Aber ich habe es gefühlt vor allem. Ja. Also das war tatsächlich. Aber ist es nicht schön, wenn man sowas fühlt und nicht merkt? Ist es nicht so? Also ich habe nichts gefühlt. Aber das ist ja so ein grundsätzliches Ding bei dir. Dieses, ich kann das total verstehen, dieses Suspension of Disbelief, also dass man übersetz das mal bitte, Suspension of Disbelief. Ja, das ist halt, wenn du, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen kann, ehrlich gesagt, aber wenn du zum Beispiel Glaubwürdigkeit innerhalb des Universums der Serie oder des Films, wenn du zum Beispiel Aliens guckst und du denkst, ja, okay, das glaube ich da alles, da werden Regeln werden da aufgestellt und du bist mit den Regeln konform. Oder wir haben eben über Toy Story gesprochen, sprechendes Spielzeug, alles, wenn ich erstmal bei dem Punkt bin zu sagen, das ist jetzt halt die Welt, so funktioniert das hier, aber trotzdem geschehen dann Sachen, die auch innerhalb der Glaubwürdigkeit der Charaktere, wo ich denke, hä? Na gut, aber ich meine, die Serie hat es natürlich auch so ein bisschen natürlich auch darauf angelegt. Für mich war es, glaube ich, der Tod von Jon Snow, wo ich einfach wusste, das ist jetzt das Ende der Staffel, der kommt in der ersten Folge wieder. Die werden den nicht töten. Und dann kamen so viele im Internet, die geschrieben haben, also das wird nicht passieren. Und das passierte dann halt auch nicht. Und da dachte ich schon so, da bin ich als Zuschauer jetzt einen Schritt weiter als die Autoren. Weißt du, was ich meine? Nee. Denk doch mal an Lost. Wenn es bei Lost Momente gab, wo wir gesagt haben, scheiße, wie kommen die jetzt aus der Nummer wieder raus? Kommen sie nicht. Die Insel ist weg, zack. Kommen sie und nicht. Und Jon Snow war tot und ich wusste, der kommt wieder. Und alle wussten, der kommt wieder. Und er kam wieder. Ja. Und das war für mich so ein das fandst du eher doof. Nein, was heißt doof? Ich konnte das immer noch akzeptieren. Wir reden über eine Serie mit Drachen. Ne? Okay. Nur mal so. Ja, aber ich fand, das haben ja auch viele immer gesagt, das ist dieses Fantasy und mit den Zombies. Ich so, ja, aber darum geht es im Prinzip eigentlich gar nicht. Es geht wirklich um die Charaktere und die Zusammenhänge. Naja, aber es war doch ein absolut genialer Cliffhanger. Es war ein Cliffhanger, wo ich dann wusste, der kommt wieder. Es war quasi die Nein, du hast es gehofft, du konntest es gar nicht wissen. Nein, aber es war im Prinzip was die Duschszene von Game of Thrones. Was? Die Duschszene. Dallas. Ja, ach so. Von Dallas. Bobby Ewing unter der Dusche. Ich hab's nicht mal gesehen, aber es ist so oft zitiert worden. Das war ja was ganz anderes. Du bist zu jung. Das war ja was ganz anderes. Da haben sie sich ja komplett in die Ecke reingeschrieben und haben dann einfach, das so aus dem Aber wenn ich ja mal gerade sagen darf, also man muss das ja auch gar nicht immer alles rational begründen. Nein. Ne? So, aber lass uns mal einen Schnitt machen jetzt hier und lass uns über die achte Staffel. Wir lösen das im Schnitt. Wir lösen das im Schnitt. Wir machen einen Schnitt jetzt und wir reden über die achte Staffel. So, weil da ist ja doch jetzt Redebedarf, nachdem
jetzt sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben. Ja. Einige Leute haben sich aufgeregt. Es gab mal wieder Rufe nach einer Petition. Ja. Ja, nee, es gab eine Petition, oder? Die haben das ins Leben gerufen. Aber was treibt denn die Leute dazu, zu glauben, dass man mit so einer Petition durchkommt, das Ganze nochmal zu drehen? Naja, weil wir leben ja schon in einer Zeit, wo, ich darf euch nur jetzt ganz aktuelles Beispiel, Stephen King hat die Tage getwittert, dass Netflix Under the Dome nochmal komplett macht, die Serie. Und diesmal werden sie sich ans Buch halten, hat er getwittert. Also ja, Moment, aber das ist nochmal was anderes. Ein Reboot oder so. Das ist ein Reboot, ja, aber trotzdem, ich meine, von der Serie, die doch gerade erst lief. Aber wie anmaßend ist denn das, über eine Petition erwarten zu wollen, dass ein Künstler seine Vision, die es ja letztendlich trotzdem gewesen ist, abändert? Ja. Das geht mich auch überhaupt nichts an. Also, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, nach diesem Battle of the Bastards und dann allem, was danach kam, hatte ich einfach ein emotionales Hoch erreicht, was. Wo es nicht mehr hinkam. Ja. Und ich merkte, dass es mir einfach egal war. Ja. Weil das, natürlich ist Jon Snow auch ein Charakter, auf den man einfach, dem man ja folgt, den man liebt, wo man Lust hatte, das mitzuerleben. Und was sollte danach denn noch kommen? Mir ist ehrlich gesagt dieser Weg dann zum Schluss auch ein bisschen egal gewesen. Ja. Wer sitzt auf dem Thron? Und da ging es für mich überhaupt nicht mehr. Gary, ist der Punkt erreicht worden, du als Autor, ist der Punkt erreicht worden, wo die Geschichte von Game of Thrones, weswegen wir das alles geguckt haben, eigentlich zu Ende war, schon lange bevor die letzte Staffel kam? Ach, weiß ich nicht. Ich kann das nicht so sagen, weil wie gesagt, ich bin ja immer jemand, der da eigentlich so mit Gefühl so dran geht. Also mich hat das alles nicht so sehr gestört. Okay. Ich kann das aber total nachvollziehen, die Kritik. Auch gerade die Folge mit der Insel, wo die da, ich weiß gar nicht, gefühlt tagelang dran ausgeharrt haben. Ja. Und vor allen Dingen, was ich witzig fand, diesen einen Typen, den haben sie, geh du schnell wieder nach Hause und sag dem Bescheid, dass wir hier Hilfe brauchen. Ja. Weißt du, so. Und dann auch immer dieser Kavallerie-Moment irgendwie, dass dann da, wer kam denn da noch zuletzt? Eine Person, die irgendwann mal auftauchte und dann aber auch Staffeln das war, nicht mehr. Ich meine, die mussten früher welche Raben schicken, die waren irgendwie zwei Staffeln lang unterwegs und mit einmal war das alles immer in so einem Fingerschnipp gelöst, dass die von hier nach da kamen. Genau. Das haben jetzt auch nicht nur die Drachen gemacht, das habe ich auch nicht verstanden. Ich fand, dass die Serie generell ihre eigene Latte so hochgelegt hat, dass es da ganz schwer dran war, wieder dran zu kommen. Also wenn ich an die ganzen emotionalen Folgen denke, an die rote Hochzeit und an diese Geschichten das und so weiter. Das hat uns fertig gemacht. Das hat uns fertig gemacht und wir wollten dann immer mehr, aber es gab einfach, die Geschichte war vielleicht dann auch zu Ende erzählt. Ich glaube, meine Theorie ist, das Problem der achten Staffel, 6 Folgen a 80 Minuten. Es wäre besser gewesen, wenn es 8 Folgen a 60 Minuten gewesen wären, weil dann hätte man, ich fand, dass man pro Folge, ich fand so toll cineastisch, die Folge mit der Belagerung von Winterfell war, mit den Zombies, da gab es ja schon Schauwerte und dieser Punch-Moment am Ende, wo Arya ihn dann doch, also das war echt, ich bin vom Sitz hochgesprungen, aber es hat halt ewig gedauert, bis man da hinkam und das gleiche war bei der Vernichtung von King's Landing. Ich meine, das war nichts anderes als Dresden im Hellen. Ich finde es gerade total interessant, weil du hast ja jetzt eben die Frage gestellt, oder sagen wir, ich stelle mir jetzt gerade die ganze Zeit die Frage, was war denn eigentlich die Geschichte? Ne? Weil du sagst, war die Geschichte jetzt zu Ende erzählt? Und man kann ja gar nicht von einer Geschichte sprechen. Genau, bei irgendwie, ich glaube 40, 50 Hauptcharakteren, wo man mit allen irgendwie emotional involviert ist und wo jeder für sich auch seine Lieblinge hat, kann man nicht sagen, damit ist es zu Ende. Und ich wäre, glaube ich, einfach zufriedener gewesen mit einem offenen Ende, mit einem Cut, der einen viel mehr zurücklässt, mit den Fragen, die man sich dann stellt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Und es geht in einem noch weiter, als dass ich damit einmal jetzt sehen muss, wie die das da alle aufgeteilt bekommen. Weil dann ist das die Geschichte auch, dann gehört einem die Geschichte auch so, oder? So selber. Ja, wenn man als Zuschauer auch nochmal irgendwie die Chance bekommt, da selbst sich so seinen Frieden zu schaffen. Also so wie ich das sehe, ist, das war eine Serie, die sich im Mittelteil oder die meiste Zeit über Sachen getraut haben, hat, die uns oft genug geschockt haben, die uns aber auch haben dranbleiben lassen. Und zum Ende hin, wenn diese ganzen Stränge zusammenlaufen, ist sie so ein bisschen vorhersehbar geworden. Mhm. Wenn aber auch, da waren auch noch ein paar kleine Twists drin, der Sack musste ja irgendwie zugemacht werden. Genau, das ist das Problem. Der Sack muss irgendwie zugemacht, muss der Sack zugemacht werden? Das möchte ich jetzt mal in den Raum stellen. Ja, weißt du, muss bei einer Serie der Sack wirklich, genau, und das oder kann er hängen? Habe ich ja gerade gesagt, ich finde, er kann hängen kann und das muss eben baumeln. Man darf auch nicht vergessen, die Serie hat ja nur wirklich angefangen als eigentlich ein Underdog-Projekt. Die hatten ja zu Beginn der ersten Staffel längst nicht das Budget, was sie dann zum Schluss zur Verfügung hatten und es war einfach nicht zu erwarten, dass so viele Menschen diese Serie lieben würden. Die haben den ganzen Pilot nochmal gedreht,
geht, weil sie gemerkt haben, oh, so funktioniert das nicht. So, und dann, ja, dann ist es aber halt an dem Punkt angekommen, wo das mit einmal Millionen von Menschen halt sehen wollten. Und ja, dann sind die mittendrin Mainstream geworden und mussten das dann auch so ein bisschen bedienen. Und das ist halt eine Gefahr und eine Chance. Manche lösen das gut. Ich muss aber dazu sagen, insgesamt von uns allen, die wir hier sitzen, bin ich wahrscheinlich der, der am ehesten ein bisschen durch ist mit dem Konzept Serie. Ich bin einfach, eine Zeit lang fand ich das einfach richtig, richtig geil. Und als Netflix aufkam und dann habe ich das auch alles so weggesuchtet und mir ist es jetzt ein paar Mal so gegangen, dass ich mittendrin merke, Orange is the New Black zum Beispiel, haben mich auch total verloren ab der 4 oder 5. Ab der 3 war ich raus. Drei war es, glaube ich, sogar schon auch bei mir, wo ich dann gedacht habe, hä, was soll das denn jetzt? Das ist doch, darum geht es doch gar nicht mehr. Mhm. Und die haben tolle Figuren, aber wo ich einfach nicht mehr erkenne, was die Tonalität ändert sich total. Ne, dieser Wechsel zwischen ernsten und total alberne Momenten. Und wenn das ist dann, eine Übersättigung. Genau, wenn die bei der aktuellen Staffel dann in diesem neuen Gefängnis sind, habe ich einfach, ich bin null involviert. Das haben wir wirklich oft jetzt, ne? So eine gewisse Serienübersättigung ist schon da. Jetzt ist, ich finde ja die Tendenz, dass man jetzt sagt, so, man macht jetzt sowas wie eine Miniserie mit 6 Folgen, so wie das bei Good Omens so war oder auch bei Chernobyl. Oder bei How to Sell Drugs Online Fast. Das, was ja aber weitergehen wird. Was weitergehen, aber trotzdem, aber du hast auf jeden Fall so, du hast auf jeden Fall so ein bisschen den Sack so ein bisschen nicht ganz so weit aufgemacht. Also, aber ich meine, das ist ja dieses epische und dieses Fantasy-Zeug. Da hat man doch auch keine Zeit mehr für. Ja. Weißt du so, man das ist ja dann, man ist ja dann auch hinterher, ist man, Ralf sagte das gerade irgendwie, man ist ja dann auch froh, wenn es zu Ende ist. Ja, und darf ich euch mal was fragen, weil ganz im Ernst, ich glaube nämlich, dass diese Aussage, dass man bei so einer Serie, die über 10 Staffeln läuft, wo man dann das eigentlich das Gefühl eingetrichtert bekommt, man hätte ja so viele mit diesen Charakteren erlebt. Ich kann das auch bei einem Film haben, der 2 Stunden geht und bin genauso fertig und gucke den dann 2 Jahre später nochmal und merke, dass ich immer noch bei diesen Charakteren bin. Dieses 10 Jahre mit Fiebern, wie geht denn das jetzt aus? In der Zeit macht man ja auch als eigene Person was durch, ne? Du verlierst Freunde, du bekommst neue dazu, keine Ahnung, gründest eine Familie, du wechselst 2-mal den Job und das erzeugt, finde ich, bei mir dann auch die Illusion, total viel mit denen erlebt zu haben und einen Wandel durchgemacht zu haben, der gar nicht stattgefunden hat. Stimmt. Ne? Am Ende ist das dann ganz oft so, dass ich, also Breaking Bad ist jetzt ein Beispiel, wo ich die Serie wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Ja. Und mich jetzt hier gar nicht mehr wirklich erinnern kann, wie hat es eigentlich aufgehört, was mir aber zeigt, ich war zufrieden mit dem Schluss. Das war für mich in Ordnung. Ich weiß, dass das ein bisschen offener war und das ist mal in Ordnung. Aber man muss es auch nicht immer über 10 Staffeln dann wirklich kaputt erzählen. Ja. Ich glaube, das war das große Problem von Game of Thrones einfach. Dass es vielleicht dann doch. Aber ich erinnere mich an die Folgen, die mich berührt und fertig gemacht haben. Das du hast gesagt, das Red Wedding, unfassbar und Battle of the Bastards für alle Zeiten. Ja. Das ist ja das, worüber wir auch schon ganz oft im Podcast geredet haben, so dass die Leute dann auch so mittlerweile so das Gefühl haben, die Serie gehört ihnen. Weißt du, und deswegen auch so eine Anmaßen. Petition. Das ist anmaßen. Beste, was soll denn das? Weißt du, das ist halt einfach das muss man als Kunstwerk so stehen lassen. Und wenn es dir gefällt, gefällt es dir. Wenn es dir nicht gefällt. Ich finde es, was ich so ein bisschen, ich bin ein großer Lost-Fan und ich bin ein großer Damon Lindelof-Fan. Komplett alle Staffeln, tatsächlich. Ich komme da. Ich habe auch alle gesehen, Und, wollte ich nochmal sagen. Und ich fand das so lustig, weil als Game of Thrones angefangen hat, wie heißt der? J.R.R. Martin? Der George R. Da kann man auch ruhig noch ein R rein. Da kann man noch ein R, also je mehr R. Das merkt niemand. Genau. Der hatte gesagt in so einem Interview so ein bisschen, da kam er mir so ein bisschen arrogant vor, meinte er, ja, wir werden auf keinen Fall ein Lost machen. Und da hat man dann natürlich sofort Damon Lindelof gefragt und der war so ein bisschen gekränkt, weil er ein großer Game of Thrones Fan ist. Ich finde es jetzt lustig, dass es da jetzt gerade so ein Backslash gibt. Aber der auch wirklich. Aber sie haben ja keinen Lost gemacht. Also sonst hätten sie erklärt, wo die Drachen herkommen und warum die White Walkers. Also das hätten sie anders gemacht. Das ist ja eben der große Unterschied. Ich meine, wie gesagt, man kann sich über Kleinigkeiten kannst du dich total wundern irgendwie, warum auch gerade hier. Ich meine, ich fand das mit der Arya, dass sie diesen König da, dieser Shadow King, der so lange aufgebaut wird. Ja, und dann mit einmal. Aber man darf auch nicht vergessen, es wurde oft genug auch erwähnt, dass wie nennt sich das noch, dieses Drachenstein oder Dragonstone. Dragonstone, genau. Dragonstone. Ganz genau. Dass das, wenn du den eintriffst, dann werden wahrscheinlich alle umkippen. Das wurde oft genug thematisiert. Okay. Von daher, aber was cool gewesen wäre, ich weiß gar nicht, irgendein YouTuber oder irgendwo habe ich das gelesen oder gehört,
meinte, es wäre doch cool gewesen, weil man hat gar nichts mehr zum Beispiel mit Arias gelernter Fähigkeit, so diesen Shapeshifter. Mhm. Damit hat man gar nichts mehr. Keine Rolle mehr. Ja. Nee. Was wäre es für ein cooler Moment gewesen, wenn der Shadow King vor ihr gestanden hätte und der Shadow King hätte das Gefühl gehabt, er hat jetzt Bran vor sich und mit einmal... Und dann hätte sie zugehört. So Phantomas. Ja, ganz genau. Das wäre noch ein großartigerer Moment gewesen. Das Problem ist einfach, dass mit dieser Folge, mit dem Tod des Shadow Kings, war der Höhepunkt erreicht. Das war das Ende. So. Ja. Und dann musste ja noch die Geschichte mit Cersei und mit Daenerys. Ja, musste. Musste. Hätte es. Man weiß es nicht. Also, meine Frau, kann ich nur sagen, war sehr, sehr, sehr erbost, weil sie natürlich sehr viel Emotionen in Daenerys investiert hat. Sie hat da sich irgendwann mal sogar das Kleid gekauft, das Blaue, das kennst du auch. Die war auch zu schnell weg. Und die war einfach, und sie sagte so, das kann doch jetzt nicht sein, weißt du. Dann wird wieder gesagt, ach, da ist die Frau und die reagiert wieder so emotionell. Da kommen wieder die ganzen Männer und sagen, ah, seht ihr, deswegen dürfen die Frauen nicht an die Macht, weil sie dann, wenn sie dann so... Dann kommt der Drache, ne? Und das hätte ich mir doch mal gewünscht von Frau Merkel, dass sie zwischendurch in den gefühlten 80 Jahren, die sie regiert hat, mal so ein bisschen emotional reagiert. Auf Drachen du, so, gestiegen mal hier wo so, soll es denn herkommen? Also, weiß nicht, so, Horst, also wenn du nächstes Mal so einen Spruch bringst, dann hole ich aber meinen Drachen raus. Daenerys. So, ne? Ja, also, Daenerys. Dracarys, Entschuldigung. Dracarys. Aber ich muss sagen, da hätte es bei mir schon gar nicht mehr für gereicht, mich darüber zu ärgern. Ja, da war's schon. War weg. Ja, da war's schon. Da war kein ja, Dampf mehr auf dem Kessel. Ja. Ist richtig. Aber auch tricktechnisch war dann da einfach nicht mehr viel, wo man gesagt hat, das waren aber jetzt die Schauwerte, die sich gelohnt haben. Cersei steht nur noch am Fenster und trinkt Wein. Die hat wirklich nichts mehr gemacht. Im Stehen Geld verdient. Aber lass uns doch mal sagen, wir hatten wirklich eine verdammt gute Zeit. Nicht ärgern über das, was dann vielleicht so viele, nicht erfüllt worden ist. Wir haben so viele tolle Leute, neue Leute kennengelernt, also jetzt auch wirklich Schauspieler. Einfach, ja, wo man einem sagt, so, was wird jetzt, wir haben ja mit dem Isaac Hampton. Hätten wir das mal gewusst, dass er auf dem Thron sitzt nachher, ne? Ja, nun, da hat doch keiner mit. Habt ihr kennengelernt? Ja, bei der Game of Thrones Ausstellung in Oberhausen. Was heißt kennengelernt? Wir haben mal gesagt, ja, ich habe mich schon mit Backstage. Ja, eine WhatsApp-Gruppe, wo ich die ganze Zeit abkotzt. Aber ich habe mich auch gefragt, was machst du jetzt? Und er sagt, er wird jetzt erstmal studieren und gucken, was so schauspielmäßig kommt, ne? Ja, und, ist er denn? Der ist 22 jetzt. Den hat man ja wirklich heranwachsen sehen, genau wie Arya oder wie Sophie Turner. Das Doofe war nur, dass er wirklich nur so eine Unke gespielt hat. Ja, wirklich. Er hat ja zwischendurch auch gesagt, warum er so in die Ferne stiert, weil er halt so eine dicke Sehschwäche hat. Ne? Er guckt er, wenn er keine Brille auf hat. So. Okay. So, aber ich meine, was jetzt auch mit Lena Headey, also mit Cersei und ich meine, fucking Peter Dinklage. Ich meine, ich kann mir keinen vorstellen. Was für ein Gesicht. Was für eine tolle Zeit wir aber mit auch dem der, hatten. Der Schauspieler, der den Hound gespielt hat. Den Schotten. Mhm, auch ein guter Typ. Der bei Hot Fuzz, spielt er bei Hot Fuzz? Im Supermarkt. Das ist der im Supermarkt immer rumläuft. Ehrlich? Ja. Aha, okay. Aber kurz gesagt, geht mir ja auch so. Genau. Und das habe ich übrigens auch über Lost gesagt, weil die ersten drei Staffeln fand ich fantastisch und ich habe die Charaktere geliebt und ärgere mich dann nicht. Dann irgendwann steigst du eben aus, ist doch egal. Ich bin ja zum Beispiel auch überhaupt, und da bin ich wahrscheinlich auch der Einzige, niemals Superhelden-Fan gewesen. Mhm. Und mich hat es nicht interessiert, als Marvel wieder angefangen hat, neue Filme zu drehen, neues Cinematic Universe oder zum ersten Mal Cinematic Universe auf die Beine zu stellen. Und die haben mich gekriegt. Mhm. Also die haben einfach Spaß gemacht. Ja, so ging es mir auch. Und trotzdem habe ich mittendrin gemerkt, dass jetzt der letzte Avengers, ich werde ihn gucken, ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Okay. Und es ist mir egal. Ich weiß jetzt schon Sachen darüber, die ich nicht hätte wissen dürfen. Ja. Und ich muss sagen, na und? In drei Jahren gibt es dann halt die Fortsetzung und da ist dann, der jetzt eigentlich tot ist, sitzt sowieso da ein anderer Schauspieler und das hat keine Relevanz. Spider-Man hat sich in Luft aufgelöst und kommt dann zurück und du musst das nehmen als das, was es ist, ein fiktionales Werk, was einen im besten Fall für die Zeit, die das existiert, sehr, sehr gut unterhält und vielleicht selbst mit dir, wenn du vielleicht noch Künstler bist, noch irgendwas macht, dass du sagst, geil, ich hab Bock auch was Tolles zu erschaffen. Ganz genau. Reicht doch. Das ist es, weil wir tendieren oder es wird unheimlich
schnell gibt's so, das hast du ja auch gesehen bei Star Wars, weißt du, Leute nehmen das schon fast so, das ist schon fast so klerikale Erlebnisse, die Fundamentalisten, ja, du hast es genau. Fundamentalisten, weißt du, so, richtig, so, richtig. Und das sind so Game of Thrones Fundamentalisten, naja, die du hast, sagen. Wir haben das ja gemerkt bei der Ausstellung oder bei Conventions und so weiter, es sind halt Fans, die sich da quasi so reinlegen mit Kostümen und mit allem möglichen und dekorieren ihre Wohnung so, und das ist alles ein tolles Hobby, aber es ist ein Hobby, es ist alles egal. Und es ist ja auch nur ein Bruchteil der Leute, die es gesehen haben. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel, dadurch, dass es eben so ein Riesending geworden ist, gibt es ja auch noch hunderttausende Millionen Menschen, die sagen, ja, war jetzt nicht so ein riesenstarkes Ende, aber es ist halt vorbei. Ja. Das ist jetzt nicht jede Serie, dass sie so Fans anzieht wie Rick and Morty oder so, wo du merkst, Alter, das ist ein toxischer Kessel, der hier jeden Moment zu explodieren droht, weil diese Leute einfach, die fordern dann ja auch einfach. Ja, ja. Und das kann ich nicht verstehen. Ja. Dafür ist mir einfach, die haben doch auch ein Leben, oder nicht? Naja, also, und außerdem dürfen wir nicht vergessen, es wird immer noch die Bücher geben. Ne? Wer jetzt mit dem Schluss unzufrieden ist, vielleicht in 20 Jahren kommt der nächste, ja, keine Ahnung, der nächste Teil. Der Kopf von George R. Martin über Futurama. Genau. So mit dem Mund zu Ende. Also, wie alt ist er jetzt? Aber da muss man ja ein Kilo rechnen, glaube ich. Ne? Ja, ja, man weiß, genau. wie lange der das noch bei macht. Bei der Ernährung. Ja. Bestimmt Diabetiker. Ist das zynisch, wenn ich das sage? Aber es ist so. Also solange wir uns machen, nicht über oder? Frisuren unterhalten, ist alles gut. Hat man ihm nicht so zwischendrin mal gesagt, er soll sich mal besser ernähren und er sich dann so total aufgeregt hat? Hast du gesehen, wie er mit Stephen King zusammen saß und ihn gefragt hat, how the fuck do you write so fast? Ja. Nee. Ja, und er hat es einfach, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, dieses Epische, diese Masse, diese allein das, der Anfang mit der Landkarte, mit dem Aufbau, das hat ja schon gezeigt, so, es ist so viel und so viel kannst du einfach nicht zu Ende kriegen in der Zeit. Ja, oder da war man nicht 100% befriedigend. Ja, eben. Genau, also, deswegen was soll das auch sein, 100%? Ne? Genau. Deswegen einigen wir uns. Es gibt es war eine Serie. Schöne Zeit. Tolle Serie. Es war eine schöne Absolut. Zeit und ich würde sagen, jetzt holen wir den schwarzen Mann wieder her, oder? Er hat fertig geraucht. So, komm, wir holen ihn wieder her. So, pass auf, Magic wieder. So. Und da sind wir wieder. Ja, jetzt riecht haben wir so lecker, lecker nach Baguette gesprochen. Hier. Jetzt reden wir über den anderen Film, den Gero und ich gesehen haben letzte Woche. Toy Story 4. Angeber. Nicht Angeber, was ist Angeber? Ich habe ihn halt gesehen. Angeber, Kackenhauer, Aufschneider. Ich mache das nur für euch. Ja, wir gehen, ich bin morgens. Merkst du deine Stimme auch gleich so komisch? Ja, ich bin morgens. Mache das nur für euch. Ich bin, weil ich nur in den, für euch. Ich habe ja den Köln gesehen. Ich komplett zurück. Ich habe in Köln gesehen. Ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, um Toy Story 4 zu sehen. Das mache ich nicht für jeden Film. Nee. Aber für Toy Story 4. Um 7 Stunden oder was? Um 10. Das ist lief in Köln. Ne? Köln. Für keinen Köln. Film. Doch, für S habe ich das gemacht. Toy Story hast du gesehen. 1 bis 3, ja. Klar. War Toy Story 3 nicht das perfekte Ende für die Trilogie eigentlich? Oder? Jedes Ende ist ja auch ein Anfang. Jedes Ende ist auch ein Anfang. Jedem und Ende kommt ein Anfang auch inne. Ich habe wirklich nach dem zweiten nicht gedacht, dass sie vielleicht wirklich noch einen machen, und bisher ist es ihnen gelungen. So. Zumindest sehr unterhaltsame Filme. Ich fand schon einen Film entsprechend im Spielzeug problematisch. Erzähl mal, wie war es denn? Und das war das natürlich. Das außer Zyniker. Chucky, die Mörderpuppe natürlich. Mein also Gott, da kann man mehrere Teile von machen. Ich du würde bist mal so, der Pixar-Fan, ich würde mal sagen, so, wer die Toy Story-Filme nicht mag, ist ein schlechter Mensch. Das ist einfach nur mal so in den Raum gestellt. Ja, natürlich. Kann man sich wohin tätowieren. Sagte der Mann mit dem geschmackvollen Hemd. Das ist ein Original-Queen-Hemd aus dem Jahr 1986. Wofür soll das die Entschuldigung sein? Das ist keine Entschuldigung. Fürs Fracking. Fürs Fracking. Okay, aber natürlich war die Frage, brauchen wir jetzt wirklich noch einen vierten Toy Story Film? Finanziell gesehen, ja. Ja. Und wir reden mal nicht von Finanzen. Haben ist besser als brauchen. Nötig hätte man keine den Taschen. Nicht mehr gehabt. Hä? Was, also man, also eigentlich, wie du schon sagst, die Geschichte war eigentlich auserzählt. Ich bin da auch nicht mit großen Erwartungen dran gegangen. Ganz im Gegenteil sogar. Ich wusste ja, dass Rashida Jones mit an dem Drehbuch arbeitet, und als sie dann auf halber Strecke ausgestiegen ist, weil sie befummelt worden genau. ist am Arsch von John Lasseter. Genau. Das war so, Moment, John Lasseter hat sie ihm am nein. Er, sie, ihr. Also hat so eine onkelhafte Übergriffigkeit und konnte ja, nach Hause ganz gehen. Genau. Auf jeden Fall, und da habe ich dann schon gedacht, das bedeutet nichts Gutes. Und aber dann haben wir den Film tatsächlich gesehen. Da haben wir den Film gesehen und ich bin ein großer Toy Story-Fan, wie man hier im Hintergrund vielleicht auch sehen kann. Hier. Das sind meine Devotionalen, das sind mein Buzz Lightyear und mein Woody.
Der hat auch mitgespielt. In jedem. Wie heißt der eigentlich? Ist das Barry. Mr. T, so ein bisschen, ne? Barry. Er ist ehrlich gesagt auch nicht an Mr. T angelehnt, sondern an Barry White. Und deswegen heißt er Barry White. Also, dann fing Toy Story. Bumsmusik der 70er. Dann fing. Ja, ein bisschen. Einfach bisschen. Mal Barry White. Ein bisschen Parfüm auf die Lampe. Oh. Der Gardinen zu Barry White. Kommen wir wieder zu Toy Story 4. First, my first, my everything. Der Film hat uns, könnte man wirklich sagen, kalt erwischt. Buchse. Ja, sehr kalt erwischt. Wart ihr denn beide mit der Haltung drin? Naja, das kann ja nichts werden, oder? Nee. Also, es reicht. Ist okay. Es war so, dass ich natürlich so ein paar Reviews schon gelesen hatte aus den USA und die waren durchweg gut. Und deswegen hatte ich so ein bisschen gute, hohe Erwartungen. Tatsächlich, Ralf. Ne? Ich höre jetzt so gerne. Ja. Von daher hatte ich höhere Erwartungen und die sind tatsächlich noch übertroffen worden. Wow. Der Film. Ja, wie gesagt, ich habe heute Morgen geschaut, 9,0 auf IMDb. So. Ja. Der Film ist von der ersten bis zur allerletzten Sekunde großartig. Kann ich mehr. Woody, was ist los? Es gibt tatsächlich Figuren, Thorsten, in dem Film, die sich so bewegen, wie du gerade mit Woody umgehst. Spoiler Alert. Das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Aber Thorsten, es gibt wirklich nicht nur eine Sequenz. Ich hoffe, das führt zu was du da Thorsten, machst. Thorsten, hör mir mal bitte zu. Es gibt nicht nur eine Sequenz in Toy Story 4, die du absolut lieben wirst, weil sie so dermaßen creepy ist. Ja, das ist gruselig. Also es ist sehr, sehr gruselig. Und, da kommt Thorsten ja her, vom Horrorroman. Ganz richtig. Und hoffentlich geht er auch wieder dahin. Dankeschön, ich bin noch die ganze Woche hier. Nein. Ja. Toy Story 4 ist von der ersten bis zur allerletzten Sekunde, ihr müsst wirklich bis zum Abspann bleiben, bis zum absoluten Schluss. Der Schlussgag ist so großartig. Ein absolutes Fest, sowohl von der Geschichte her, von den Charakteren her. Ja. Das Visuelle ist unfassbar. Ja. Der Regen am Anfang. Da haben sie jetzt wirklich eine Qualität erreicht, die kann man echt nicht mehr toppen. Wird aber über jeden Pixar-Film gesagt. Ja. Ja, aber dass ihr sagt, die Geschichte ist geil. Nein, aber der Regen spielt auch wirklich, ist nicht nur darum zu sagen, guck mal, wie toll wir. Er ist ein Charakter. Ja. Ist auf jeden Fall ein Charakter. Und es gibt in jedem. Rainy heißt er. Heißt Rainy. Es gibt diese wunderbare Figur, vor der ich ein bisschen Angst hatte: Forky. Tony Hale. Ja, hab ich auch ein bisschen Angst vor. Stimmt. Tony Hale aus Arrested Development und aus Veep. Ach ja, der spielt, okay. Das so, und diese Figur, die Bonnie gebaut hat aus dem, aus dem Löffel, aus diesem... Das sieht man im Trailer, ja. Und es gibt eine Szene, wo Woody mit Forky durch die Gegend läuft. Ich habe echt einen hysterischen Anfall gekriegt vor Lachen, weil es so gut animiert ist. Die ganze Physik stimmt. Die ganze Physik stimmt bei Toy Story. Das Licht ist unglaublich. Reden wir mal kurz auch von der Geschichte. Der Film heißt ja Toy Story, ne? Wollen wir nicht vergessen. Es gibt in jedem Toy Story Film einen Moment, wo sich dir quasi deine Innereien so ein bisschen so zusammenziehen. Du hast dein Mikro nicht. Das ist im ersten Film der Moment, wo Buzz Lightyear gewahr wird, dass er wirklich ein Spielzeug ist, untermalt von dem wunderbaren Song von Randy Newman, I Will Go Sailing No More. Im zweiten Teil werde nicht mehr segeln gehen. Im zweiten Teil ist es Verlust der Unschuld. Ist es Bonnie? Ist es nicht die Bonnie. Ist nämlich Over nicht the Bonnie, Ocean. Nicht Bonnie, wie heißt denn diese Montage, ne? Die Bonnie, genau, auch When She Loved Me, das ist nicht Bonnie, das ist Bonnie, die Cowboy. Jesse, wie konnte ich Jesse vergessen? Ja. Und bei Toy Story 2 natürlich das Ende, wenn Andy seine... Spielzeug weitergegeben wird. Du denkst wirklich so, und der trifft dich, dieser Moment kann ich gar nicht erzählen. Lass so die Emotionen zu. Die sind du musst echt die Emotionen zulassen, das trifft dich wirklich. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. In diesem Film, in Toy Story Film... Würde ich ja machen, aber außer genervt hat, ist hier keine Emotion. Was ist denn? Wie ist der Film, gut oder nicht? Der Film ist fantastisch. Der Film ist, um mal unseren Kollegen Peter Dickmeier zu zitieren, der Film ist perfekt. Der Film ist perfekt. Es gibt in Toy Story 4, ich bin so aufgeregt, einen Moment, wo quasi eine Hand aus der Leinwand rauskommt und dich quasi nimmt und du denkst, nein, nicht. Also ich war so froh, Gary, dass du neben mir gesessen hast und nicht Thorsten. Ich möchte Filme mit Thorsten gewünscht mit Thorsten. Oder ob es was mit dir macht. Ich habe so, du hast Gefühle. Du hast ein Herz. Ja, ich habe so geheult. Mir tat das Herz das echt war, wirklich weh. Aber nicht nur Hennes. Ich saß da auch so, hab so zum Hennes rüber geguckt und Hennes war total am Heulen und dann, mit einmal kriegte ich mit, dass das ganze Kind
Kino heult. Ich wollte gerade sagen, waren nur Journalisten sonst im Kino? Journalisten, und die haben echt alle geheult. Die haben echt alle fast alle, aber die Leute sind wirklich zitternd rausgegangen. Es ist wirklich so unglaublich emotional. Ich bin doch gar nicht. Ich bin ohne, zitternd aus Godzilla rausgegangen. Ohne dass wir das, ohne dass wir jetzt spoilern wollen. Duke Boom. Keanu Reeves als Evil Knievel. Als Evil Knievel, super großartig. Was für eine Nebenrolle, die aber so großartig ist. Ja, genau. Und die auch wirklich auch einen Zweck erfüllt. Ne? Also, alles erfüllt. Alles passt. Alles passt. Alles erfüllt passt, einen Zweck. Also, du hast einen großen Stein vor dir mit deinem Film. Also, aber Toy Story hier. Das erreiche ich nicht. Das Tolle ist wirklich, sie haben es geschafft, ein tolles neues Setting zu finden. Ja. Also zwei großartige Locations irgendwie, wo wir unsere Helden noch nicht gesehen haben. Was sind das für Locations? Und sag ich dir nicht. Das interessiert dich doch eh nicht. Ja. Das ist richtig, aber ich wollte mich am Gespräch beteiligen. Spiel noch mal, betrink noch mal, oder? Betrink dich doch noch mal. Deine Figur kippt immer um. Du hast doch den Trailer gesehen. Du weißt doch, also es hatte tatsächlich auch ein paar gruselige Momente. Weil ja. So haben sie aber immer. Ja, es gibt ja Momente. Im ersten Toy Story, der Tim Burton-Moment mit den Kannibalen-Spielzeugen. Kannibalbier, das sind Menschenfresser, die dir die Haare machen. Ich bin Kannibalbier. Oh, ist das ihr Ohr? Darf ich mal knabber? Dann spielen Jordan Peele und wie heißt der, Kevin Ray? Die beiden, die spielen diese Schießbodenfiguren. Das sind wirklich Schießbodenfiguren. Und die sind so creepy zwischen. Und aber auch super lustig. Super lustig. Also spielt es auf der Kirmes? Es spielt auf einer Kirmes, ja. Und es stimmt alles. Ja, die kriegen halt immer Leute, diese. Bei Toy Story 4, es stimmt alles. Mann. Alles ist. August, ist wirklich so lange großartiger noch? Großartiger Film. Die haben jetzt wirklich vier Filme da stehen und du kannst nicht sagen, welcher jetzt der bessere ist. Tom Hanks sagt aktuell ja selbst im Interview, der vierte wäre der beste Film, an dem er je mitgemacht hat. Ja, vielleicht hat er recht. Also ich meine, Toy Story hat natürlich damals die Marke gesetzt. Genau, das ist nicht so eine Rotze wie Forrest Gump. Oder Philadelphia. Hat er noch Verhältnisse? Forrest Gump, wann hast du das letzte Mal gesehen? Forrest Gump habe ich gesehen, das letzte Mal vor 5 Jahren. Fand ihn immer noch gut. Ich finde ihn super. Aber, die Musik, aber ich weiß noch, weil wir haben hier einen großen Zyniker am Tisch sitzen. Ich weiß noch, als Toy Story rauskam damals, 1996 oder 97 war es, da sind Leute hergegangen und haben gesagt, ich gehe nicht in den Film rein, weil es ein computeranimierter Film ist. Sowas gucke ich mir nicht an. Und dann saß man in dem Film und hat gedacht, mein Gott, was haben die da gerade gezaubert? Ja. Und dann fing da alles an damit. Das ist also, das Interessante ist, im Abspann sieht man ja, wie viele Leute an dem Drehbuch gearbeitet haben. Und da muss man mal wirklich sagen, das ist jetzt mal ein Paradebeispiel dafür, dass viele Köche doch nicht immer den Brei verderben. Den Brei schon. Also, es kommt halt darauf an, was sie kochen. Bei Brei brauchst du nur einen. Das muss man aber auch ganz klar sagen. Es ist, weil es in der Regel einfach nur ein Pulver ist, das rührst du in Wasser oder Milch ein, dann geht das verhältnismäßig zügig. Ja. Mache ich dir gerade irgendwelche Vergleich kaputt? Nö, es ist okay. So aber, andere Gerichte, aber das, also Charlie. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Da brauchst du schon mehrere Leute. Die haben es wirklich, die kriegen es immer hin, so zutiefst menschliche Emotionen irgendwie in ihre Filme zu verpacken und das ist großartig. Also das ist ganz große Kunst. Die Charaktere und die Geschichte und es ist alles. Ja, ich habe alles einfach nur großartig. Auf jeden Fall. Ich erwarte aber auch Großes. Und das ist aber wirklich, ehrlich gesagt, das verstehe ich halt auch nicht. Jedes Mal, wenn ich den Abspann sehe von so einem Disney-Film und denke, okay, Drehbuch geschrieben haben im Grunde 28 Personen. Wie geht denn das? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich ein Drehbuch für einen Film geschrieben. Und das ist ein ganz schöner Klopper. Natürlich kann ich mir vorstellen, wenn die wirklich alle zusammenarbeiten, dass es hilft, wenn man zu mehreren Personen ist. Aber wie kriegt man das dann so hin, dass da jeder Gag sitzt? Ich glaube, dass da, keine Ahnung. Die hatten dann so ein Writers Room und da jeder ist genau. Und ballern sich zu, ne? Ja. Ganz genau. Wahrscheinlich. Es gibt ja auch vor allen Dingen auch diese Senior, also die Andrew Stanton zum Beispiel oder die alten Hasen sozusagen. Letzter Teil ist jetzt einfach gar nicht mehr drin. Oder war da am Anfang noch alte dabei? Hasen zum Beispiel, da brauchst du mehrere. Old Rabbits. Und die stehen halt zur Seite und geben dann den Jungen auch Tipps irgendwie. Und das funktioniert bei denen. Das ist halt einfach ein System, was bei Pixar von Anfang an unheimlich gut funktioniert hat. Ne? Der Anfang von oben. Die Montage, ja. Die Montage. Ich hatte schon den Kaffee auf, als der Film losging. Dann stirbt die Frau und dann macht die Ballons ans Haus. Das Ende von Coco, hast du Coco gesehen? Das Ende von Coco? Ich muss ganz kurz sagen. Neunjähriger Affe oder was? Nein, Coco, der Film. Ich habe ab im Kino gesehen und ohne Scheiß, die Frau liegt im Krankenbett in dieser Montage. Der gesamte Raum ist komplett leise und in der ersten Reihe geht ohne Witz ein Handy an, die man gerade sagt, ja was?
Na, so ein Trickfilm. Oh Gott, ja. Das war so schlimm. Er hat es mir nicht ruiniert, aber weil so toll waren ja die Emotionen immer ja noch. Aber ich habe echt gedacht, du Vollidiot. Ne? Er hat gedacht, er guckt Ice Age 9 oder so. Also, ganz ehrlich, freut euch auf Toy Story 4. Wir werden dafür sorgen, dass Thorsten ihn sehen wird, muss in der Zwangsjacke. Und, nee, ich gucke Toy Story gerne. Wirklich sehen. Nur du hast die Geschichte geschrieben, wo du dir immer noch SMS mit deiner Mutter schreibst. Die genau. Hat mich total bewegt. Die ist wundervoll. Ja. Du hast es nämlich in dir. Du hast es in dir. Ja, das waren 5 Minuten. Das ist schnell vorbei. Weißt du, nein, das hat mich länger berührt als 5 Minuten. Ich habe gedacht, oh, wenn jetzt Thorsten hier wäre, das wäre. Du wirst es lieben, glaube ich. Das ist ein absolutes Meisterwerk vom Timing, vom Pacing. Sprechen wir noch von meinem Text? Naja, natürlich, ich rede nur über dich, Thorsten. Haken wir Toy Story 4 ab. Freut euch. Schlimmer Mensch. Thorsten! Ich nehme, was ich kriegen kann. Thorsten, Robert Pattinson ist Batman. Ja. Das war's. Ich denke. Es war gerade so lustig, weißt du? Ja, aber ich muss dich auch wieder mal emotional einbinden. Wieso? Also Robert, wieso? Reden wir da ganz kurz drüber. Ja? Nein. Reden, weißt du, weil Robert Pattinson kann nix. Also tut mir leid. Ich habe mir alle Filme angesehen. Und sie geben ihm Filme, wo er mit seiner Limitation arbeiten kann. Sie geben. Bei Twilight hat er den Vampir gespielt. Ach, der Vogel. Ja. Der macht wenig. Der Vogel, genau. Der macht wenig, der unterspielt massiv, ja, kann aber vielleicht auch nicht mehr. Und der macht immer wenig. Wut kannst du. Ich habe alle gesehen. Ich habe Rover gesehen. Ich habe den letzten Independent-Film gesehen, den er gemacht hat. Hast du den Film über James Dean gesehen, wo er den Fotografen spielt? Ja, habe ich gesehen mit Dane DeHaan, der Stock spielt, ne? Ja. Der spielt von Stock Fotos den Stock, den habe ich gesehen, genau. Und da war es ist okay. Der Punkt ist, es wird von ihm dann meistens nichts gefordert. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, und da jetzt kommt der Scene-Stealer Pattinson, sondern Pattinson spielt das immer so weg. Ernst gemeine Frage, ist die Rolle Batman so eine Herausforderung? Nee, die Rolle Batman ist nicht so eine, die Figur ist so eine Herausforderung. Die Figur Bruce Wayne ist das Problem. Wir laden, ja auch noch nicht mal so, wir laden die Figur Batman von vornherein auf. Das tun wir einfach. Und beruhigen uns, und das war immer so, bis auf Christian Bale, wo keiner groß gezuckt hat, haben wir immer aufbegehrt, wenn irgendein neuer Batman-Darsteller aus dem Sack gezogen wurde. Das stimmt, ja. Schon bei Michael Keaton. Weil wir natürlich schon bei Michael Keaton, der den Leuten ziemlich schnell das Maul gestopft hat in den ersten Set-Fotos, und man dachte, fucking Kostüm, nix mit Unterhose. Ne? Bob Ringwood damals, das Oscar-prämierte Kostüm, also nicht Oscar-prämiert, aber... Aber er hat auch ein bisschen gepumpt, oder? Michael Keaton hat gar nicht gepumpt, das wird Hungerhaken Robert Pattinson bevorstehen, der sich jetzt richtig aufblasen muss, schätze ich mal. Und Pattinson ist halt jemand, der kann mit wenig so allgemeine Düsternis ausdrücken oder Desinteresse oder Verzweiflung, das kann er schon. Aber da muss ein bisschen mehr kommen. Diese ganze Vampirgeschichte mit Ich liebe dich, Bella, Kikriki, das hat mich nicht so überzeugt und ich habe alle Teile gesehen. Wenn auch auf Prime oder so. Und dann, ich habe viele Filme mit ihm gesehen. Und es ist halt so, man sagt dann halt, ja, der spielt ganz groß. Also, das ist kein Robert Downey Jr. und das ist kein Robert De Niro. Und das ist streng genommen nicht mal Nicholas Hoult, der auch dann ja zur Disposition stand, den vielleicht zu nehmen, was ich vielleicht besser gefunden hätte. Robert Pattinson ist so besetzt auf so eine ungute Art. Gibt es da schon Fotos von ihm im Kostüm? Oder Nein, nichts dergleichen. Wir haben Drehbuchfertigstellung. Sie wollen vielleicht dieses Jahr noch drehen, vielleicht übernächstes Jahr, das Post-Production. 2021 im Sommer, sagen sie. Ist halt ein Batman-Film, aber man aber kann ist da das, was du dir es ist das, was ich letzte Mal gesagt habe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass der Typ kein ordentliches Kinn hat. Weißt du, das kann dir passieren und es soll ja ein Detektivroman werden mit vielen Schurken und diese Nachricht, dass vielleicht bis zu 6 Schurken mitspielen, die ist jetzt rausgekommen, das verheißt, was heißt nichts Gutes, aber das kommt strategisch klug, um zu sagen, ja, komm, wir haben 6 ikonische Charaktere, die wir jetzt dem Robert Pattinson entgegensetzen, um das ganze Buschfeuer ein bisschen abzulöschen. Wir werden sehen, wie er es macht, also der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, wird sich was dabei gedacht haben. Und weiß man das? Ja, klar, das ist der Kollege, der auch Planet of the Apes gemacht hat. Wie heißt er noch? Oh. Ja. Die waren gut. Die waren tatsächlich gut und deswegen hat man gesagt, komm, betreu mal den Batman. Losgelöst vom DC-Universe, genau. Ja.
Und dann muss man sehen, wie Pattinson das macht. Ich bin damit nicht besonders glücklich. Das ändert sich dann einmal, wenn ich das Kostüm wieder sehe, wo ich mir denke, ich muss den endgültigen Film sehen, aber mir würden spontan 5 andere Leute einfallen, die es einfach machen sollten. Aber Hauptsache, es wird nicht wieder so eine Origin-Story, oder? Nein, kann es jetzt keine Origin-Story. 18. Mal erzählen, wie er da irgendwie in die Höhle gefallen ist. Origin-Story, die erwarten wir jetzt erstmal mit dem Joker. Ja, große worauf Hoffnung. Ich mich sehr freue. Ich glaube nicht, dass es ein Joker-Film wird, sondern eher eine Metapher auf den Joker, der sein könnte, weil es zeitlich auch nicht den geringsten Sinn ergibt. Dass er Joker wird und Bruce Wayne ist 8. Das ist totaler Bullshit. Wie alle sind 72? Ich weiß nicht. Batman. Nein, nein. So, zack, Zahnersatz. Mhm. Aber macht das. Joaquin Phoenix kann das natürlich einfach so, weißt du? Das, ja. Geiler, der hat noch nie einen Oscar gekriegt, ne? Ah, oh, Joaquin Phoenix hat einen Oscar gekriegt, glaube ich. Ich glaube nicht. Oder nicht? Für Science? Nein. Für Science bestimmt nicht. Nee. Nee, auch nicht für Walk the Line. Nein, auch nicht. Aber es steht. Für Walk the Line. Nein, nein, hat er keinen gekriegt. Das ist ja der Eklat. Der selbst gesungen hat. Genau, er ist der Hammer. Der Typ ist der Hammer. Reese Witherspoon hat einen Oscar gekriegt für Walk the Line, aber nicht Joaquin Phoenix. Genau, das war nämlich die Nummer, wo ich dachte, hä? Genau. Ja, also ich, wie gesagt, Skepsis, ich hätte mir dann Leute gewünscht, die entweder viel weniger aufgeladen sind. Mhm. Das hat ja bei Tom Holland auch gut funktioniert. Man hätte jetzt mal schauen können, wer ist 33, wen haben wir in der zweiten Reihe auf dem Zettel stehen, wen können wir dafür nehmen? Und das hätte ich gemacht und nicht Robert Pattinson, der so ikonografische Demontage natürlich an sich vollziehen musste durch diese Twilight-Filme, die ja doch ziemliche Grütze sind. Und die erstmal die Grütze der Bücher offenbaren auch dadurch. Ja, der Montage des Vampirmythos und so. Und dann versucht sich da wieder rauszuschwimmen, aber es kommen keine Blockbuster dabei raus. Und es muss ja auch kein Blockbuster dabei rauskommen, es muss ein guter Film rauskommen. Das ist das, was du gesagt hast. Es muss ein guter Film rauskommen, aber es sind erschreckende Low-Budget-Filme stellenweise rausgekommen. Du hast gesagt, und das ist für mich die Benchmark, du möchtest einfach mal wieder nach all den Jahren mal wieder einen guten Batman-Film sehen. Ja, und ich will, dass mir da einer entgegenkommt. Und ich will, dass man dann einen Darsteller nimmt, der nicht so aufgeladen ist, weißt du? Ja, und das ist, gegen diese Widerstände gilt es anzukämpfen. Das ist natürlich pure Absicht und Kalkulation, weil jetzt warten wir auf den ersten Trailer, den wir vielleicht dann im Spätsommer 2020 mal zu sehen kriegen, den ersten Teaser und den ersten Trailer. Dann sagen wir, ach ja, da ist noch kein Kostüm drin, sondern nur Umrisse, wie sie es gerne machen. Mhm. Und dann sehen wir zu Weihnachten, sehen wir den ersten Trailer und denken uns, hohoho, neues Batmobil, dann gibt es darüber Editorials und so. Und dann läuft der Film an, dann bleibt halt ein Batman-Film. Aber ich möchte nicht, dass solche Sachen vor die Wand gefahren werden, wenn das irgendwie geht. Gut, also in was für einem Sinne? Weiß ich auch nicht. Ja. Also Sachen an die Wand gefahren werden. Ich wollte einfach nur eine Sache, die noch, lass mich das bitte machen, weil ich habe hier den Überblick. Eine Sache, die nicht an die Wand gefahren wurde, ist die Verfilmung von Good Omens von Neil Gaiman und Terry Pratchett auf Prime. Genau. Mit Michael Sheen und David Tennant, was absolut großartig geworden ist. Hast du reingeguckt? Ja, Tennant ist der von den Pet Shop Boys, richtig? Ganz genau, ja, ganz richtig. Nee, ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe Tschernobyl geguckt. Oh! Und habe mich. Das Feelgood-Movie, der genau jetzt im Moment so gut geht und du hast leichte Flecken auf der Haut, einfach mal gucken. Ja. Fantastisch. Ja. Nicht zu lang, fantastisch. Miniserie, HBO. Miniserie, HBO, fantastisch. Aber wenn man noch was vorhat, sollte man das erstmal nicht gucken, oder? Ja, man geht danach 2 Tage nicht in die Sonne, aber es ist ein fantastischer Film, großartiger Film, spannender Film. Serie. Jared Harris spielt mit. Ja, ne? Jared Harris spielt mit, genau. Wie ist denn die Gesamtlauflänge? Sind das denn jeweils eine Stunde? Oder? Jeweils ein Stündchen? Ja, ja, es sind 5 Stunden, aber es ist kein Film, es ist eine Miniserie. Okay. Aber ich muss es als Film sehen, weil es fantastisch ist. Und die Russen wollen das nochmal drehen, um ihre Sicht. Ja, das Ding ist vorbei. Ihre Sicht. Das gilt jetzt erstmal als die beste Serie der Welt. Okay. Wow. Aufgrund der Bewertungen einfach, die noch 0,2 Punkte über Breaking Bad liegen. Und also bei 9,7. Ja, 9,7. Und das ist ein Film, also eine Serie, die darstellerisch unfassbar stark ist. Okay. Wie authentisch ist das alles, glaubst du, inhaltlich? Also zu 100%. Also die Leute aus Tschernobyl und aus den umgegenden Privet und den ganzen Orten, die drumherum liegen, sagen, wir haben das gesehen und das haben wir getragen und das haben wir gegessen. Und an diesen Stühlen haben wir gesessen und die haben das auf einen Millimeter nachgebaut. Wow. Es gibt natürlich kleinere Ungenauigkeiten, die der Dramaturgie geschuldet sind, aber im Prinzip stimmt das alles so. Vor allen Dingen, wenn dir mal erklärt wird, wie so ein Reaktor in die Luft fliegen kann. Und sie erzählen ihn irgendwie halb rückwärts. Also sie zeigen dir vorher, was alles passiert, diese ganze Explosion
und nach deckt sich das für die gesamte Bevölkerung auf, wie viele Leute da geopfert. Man muss es sehen. Man muss okay. es leider. Das habe ich noch eine Frage dazu, das interessiert ja. mich wirklich. Was so, teilweise habe ich Probleme mit, also ich habe bis heute Schindlers Liste nicht gesehen, weil ich glaube, dass der Film mich komplett fertig macht. Ich ja gelernt habe, was dort geschehen ist und ich nichts dergleichen unterstützen möchte, dass das wieder geschieht. Deswegen gebe ich mir das nicht, ja, weil ich Angst habe, das ja. zu sehen. So, wenn ich diese Serie gucke, was glaubt ihr, also die soll ja nicht unterhalten. So eine Serie soll nicht unterhalten. Das ist eine unterhaltsame Serie. Ja, aber was hat... Weil sie spannend ist und Spannung okay. ist eine Form der Unterhaltung. Aber meinst du, die löst auch was aus? Kann das bei Menschen... Die löst was bei dir aus. Die kommt genau zur richtigen Zeit bei den Klimadebatten, die okay. jetzt endlich verschärft werden. Und bei all diesen Dingen kommt das genau richtig, weil was ja, die gut. zeigen, Sowjetunion, das zeigt... abgeriegelt, ist keine vernünftige Darstellung in den Medien, mhm. eigentlich gar keine Medienpräsenz. Nein, die Leute werden unklar gelassen. Der Reaktor war billig gebaut. Ich könnte jetzt stundenlange Graphitvorträge halten. Mit Schindlers Liste ist es anders. Schindlers Liste ist ein wichtiger Film, der... Wie gesagt, ich habe es mit Christoph Waltz, der mal gesagt hat, er findet Schindlers Liste grauenhaft, weil er sich immer vorstellen muss, wie Kameraleute mit Baseballkappen Kaffee trinken im Hintergrund, während im Vordergrund irgendwelche KZ-Szenen gedreht werden. Und was ich halt nicht so mag, ist ich verstehe, dass er wertfrei Gewalt darstellen will, das sehe ich auch ein, aber dann dieses Schwarz-Weiß-Drehen, okay, um dann ein Mädchen rot einzufärben, damit man später sieht, dass die gestorben ist. Gar nicht. Das sind so ja. Kunstgriffe, die ich nicht besonders schätze dann. Wir haben, auf dann so spielerisch rumzustilisieren. Wir haben beim letzten Mal über They Will Not Grow Old gesprochen. Wir haben einen Kommentar bei YouTube. Normalerweise, wenn Kommentare konstruktiv sind und nett sind, gehen wir auch immer gerne darauf ein. Ich möchte aber kurz, weil Björn Hübler geschrieben hat, und darauf bezieht sich wahrscheinlich ja. der Kommentar auf They Will Not Grow Was Old. Wer Kriegsfilme schön findet, hat nicht verstanden, worum es dabei geht. Das stimmt. Das ist Kriegsfilme. Ich glaube, du hast irgendwie gesagt, dass du den gut findest. Er hat wahrscheinlich verstanden, dass du ihn schön findest. Oder du hast vielleicht gesagt, dass er schön gemacht ist. Natürlich, Björn, hast du recht, dass Kriegsfilme nicht schön sind. Aber es geht ja darum, etwas zu zeigen, was jetzt im Moment aktueller ist denn je. Ja, und darum kann es auch nicht gehen. Darum kann es auch nicht gehen. Das ist ein Lulli-Kommentar ist einfach, jetzt, Entschuldigung. Ist Wenn mit dem Gesicht in die Kreissäge läuft, darf es nicht wundern, dass ich morgen zweimal rasieren muss. Das wissen wir auch alles. Ja, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es Kriegsfilme oder Filme, die sich mit dem Thema Krieg beschäftigen, dass es die gibt. Das sind Begrifflichkeiten, finde ich. Das sind Begrifflichkeiten. Ralf, du bist ja nicht nur Cartoonist und machst den nächsten Film. Du bist, wie ich finde, auch einer der Gründe, warum ich überhaupt noch bei Twitter bin. Denn auch wenn das jetzt mal gerade vom Thema total abgeht, du hast etwas gemacht, wofür ich dich sehr schätze. Du hast nach der Europawahl einen Tweet gemacht und du hast geschrieben, was kann man eigentlich dagegen tun, damit bei den nächsten Wahlen sowas wie in Ostdeutschland nicht nochmal passiert. Die Frage war sogar noch ein bisschen anders. Was ich wissen möchte, du hast sehr viele, extrem viele Mails dafür gekriegt. Es gab ein mediales Echo. Hast du diese ganzen Tweets schon ausgewertet? Was wird damit passieren? Nein, es habe ich dann ja die Journalisten übernehmen lassen. Okay. Das war gar nicht meine Aufgabe. Ja. Ich habe ich sage euch, was ich eigentlich vorhatte. Ich wollte einen Witz drüber machen. Klar, ist mein Job. Ich habe gedacht, okay, ne, AfD, machen wir mal einen Cartoon zu, und habe gemerkt, wie ich da sitze und versteine und ich das einfach nicht mehr lustig fand. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich frage, warum ist das so? Mhm. Und ich da einfach nicht mehr jetzt auf den Kaspar drauf losjagen wollte, dass da halt Leute sind, die offensichtlich bereit sind, eine offen rassistische Partei zu wählen, weil sie in ihrem Dorf keinen Supermarkt mehr haben. Und ich habe gedacht, ja, verstehe ich es auch einfach nicht, weil ich nicht da bin. Und das wird auch ein Grund sein. Und dann habe ich halt diese Frage gestellt. Du hast die offensichtlichste Frage gestellt, die man hätte stellen müssen. Genau. Ja. Und anscheinend hat die aber noch niemand gestellt vorher. Nicht so. Ja. Und dann habe ich halt gefragt, an meine Follower aus Ostdeutschland, was glaubt ihr, woran liegt es? Und das war unfassbares Echo. Ich habe das gar nicht verstanden, dass das offensichtlich so nicht gefragt worden ist. Sie werden es nicht gefragt. Reiß mal durch den Osten. Ja. Da kommst du in Gegenden, wo du sagst, okay, das könnte auch, ich meine es gar nicht despektierlich, es könnte auch in Rumänien sein. Ja. Es gibt da abgehängte Orte.
wie Salem's Lot aus dem Stephen King Roman, wo die Leute 30 Kilometer in die nächste Apotheke fahren und keinen Supermarkt mehr Ich möchte haben. Dazu noch sagen, dass die Leute, die da reagiert haben, zum allergrößten Teil selbst gar nicht die AfD gewählt haben, aber die leben dort oder sind dort groß geworden und kriegen das alles mit und wissen, warum Opa das wählt oder Papa oder der vom Sportverein. Und das hast du, was würdest du sagen, kannst du uns drei spitze Dinger nennen? Drei Sachen, die besonders alarmierend sind oder besonders... Eine Sache, die ich überhaupt nicht gewusst habe und die für mich erhellend war... dass nicht aufgearbeitet worden ist, dass dort bereits Rassismus einfach stark vorherrschte in vielen Bereichen. Und dann niemand hingegangen ist, um zu sagen, so, und jetzt packen wir uns das mal hier mit gut ausgebildeten Leuten und reden vor allem den jungen Menschen und erklär denen, wie das ist, wenn Leute aus einem anderen Land kommen. Und das hat da nicht stattgefunden. Also wenn du da wirklich einfach im Fußballverein bist und der Trainer kommt rein und sagt, Jungs, morgen NPD wählen oder so, dann haben die das so weitergegeben. Ja, das war auch, das habe ich dann, auch neulich von einem Techniker gehört, der das war Konsens. Gesagt hat, ja. Genau, das war einfach richtig so. Dann zweitens, auch da wieder und da steht über allem hingehen, da muss man eigentlich hingehen, du guckst aus dem Fenster und die einzigen Plakate, die da hängen, sind für die AfD. Da hat niemand Wahlkampf gemacht für die Grünen. Das fand da einfach nicht statt. Und das ist natürlich ein totales Versäumnis. Und das kann so nicht weitergehen, weil ehrlich gesagt, wir haben ganz andere Probleme, die auf uns zukommen und wir brauchen jede Frau und jeden Mann in diesem Land, um da gemeinsam dran zu arbeiten und wir können uns nicht weiter so zerteilen lassen. Es ist unmöglich. Wir müssen zusammen am selben Strang ziehen und deswegen darf das nicht weiter so geschehen. Und das habe ich dann aber wirklich abgegeben, habe gesagt, Leute, passt auf, ich bin Witzbildmaler, ich habe diese Frage gestellt, ich habe eine Reichweite, das ist alles. Bitte, bitte, bitte übernehmt ihr das jetzt. Und dann ging es ja los mit ZDF heute und Frankfurter Rundschau und ich weiß nicht was. Und ich glaube, die haben das ganz gut gemacht. Ich habe das dann nochmal gelesen und es gab einen Journalisten aus Ostdeutschland, der das dann mit diesem Hashtag wir im Osten für sich aufgenommen hat. Und das fand ich auch super. Ich hoffe, es bringt irgendwas. Es ist ja sehr, sehr einfach, gegenüber diesem Phänomen sehr zynisch zu sein, mit irgendwelchen Witzen und so weiter. Und man ist versucht, um überhaupt drauf zu reagieren, weil man will ja irgendwie was machen. Man will ja sagen, so, ich reg mich jetzt auf und dann macht man halt irgendwelchen flapsigen Spruch und so weiter. Und ich finde, du hast genau das Richtige gemacht in dem Moment. Du hast mit deiner Follower-Power da was erreicht, was eigentlich die Aufgabe eines jeden Politikers hätte sein sollen. Eine gute Frage zur rechten Zeit. Jo. Mit entsprechend Reichweite. Ja. Das ist dann doch mal ein bisschen was Charmanteres, weißt du? Andere Absolut. Leute nutzen ihre Reichweite völlig anders. Und das ist ja, schon... Da lass uns da jetzt aber mal nicht drüber reden. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Ja. Aber schön, dass ihr es so seht. Das freut mich sehr. Ja. Ich habe es für mich gemacht. Ich mache das immer alles für mich, weil ich einfach Sachen verstehen möchte. Und ich habe bei allem, natürlich habe ich auch schon Pegida und AfD-Cartoons gemacht, aber bei all dem ging es mir nie darum zu zeigen, ach, guck mal da, der Osten. Das war niemals ein Thema da drin. Und aber Fakt ist, das findet ja nun mal da vermehrt statt. Ja. Das wollte ich gerne verstehen und nicht nur verurteilen, sondern kapieren, was da los ist. Und das habe ich jetzt ein Stück weit. Und das ist schon mal, viel wert. Ja. Zuhören. Danke dafür. Wir reden über die Sachen, über Good Omens und How to Sell Drugs. Einfach beim nächsten Mal. Genau. Wir kommen nochmal. Bevor wir jetzt den Sack zumachen, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, über Sack zumachen, Game of Thrones, wir haben noch eine Mystery Box, die wir loswerden wollen. Ich habe beim letzten Mal, wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist die Verbindung zwischen Audrey Hepburn, wo ist sie denn hier von Otto gezeichnet, Audrey Hepburn und Thorsten Sträter. Und ich habe mir ein kleines Eichen gelegt, denn es gibt einen sehr, sehr, sehr schnellen Weg von Audrey Hepburn zu Thorsten Sträter. Ernsthaft? Ja, es gibt einen total schnellen Weg. Darf ich das vorlesen? So, Audrey Hepburn hat Always gedreht mit Steven Spielberg und Steven Spielberg hat zu Gary gesagt, er sieht aus wie er und Gary und Thorsten arbeiten zusammen. Insofern ist es ein sehr einfacher Weg. Das ist nicht euer Ernst. Ja, stimmt. Folgende Herleitung konnten wir nicht, ich habe mir selber ein Ei gelegt, egal. Trotzdem, jeder, der das geschrieben hat, ist mit in dieser Schale. Folgende Herleitung kann ich nicht gelten lassen. Audrey Hepburn hat mit Frank Sinatra gespielt und Thorsten ist Frank Sinatra-Fan. Nein, das ist so eine astreine Herleitung. Nein, das kann aber ich nicht gelten lassen. Okay. Es geht um Six Degrees of Kevin Bacon. Es muss schon eine direkte Verbindung sein. Thorsten, das ist auch sehr schön, aber trotzdem nicht gelten lassen. Thorsten ist Raucher und im Raucherraum des Pantheon-Theaters in Bonn hängt ein Audrey Hepburn-Plakat. Nicht schlecht, finde ich auch nicht schlecht. Aber beide haben Augen.
Augen. So, Audrey Hepburn und Thorsten Sträter, das ist eigentlich ist der gut. Audrey Hepburn und Thorsten Sträter waren am 30.12.2018 zeitgleich im Fernsehen zu sehen. Hepburn auf Arte, Sträter auf Dreisat. Oh, geil. Das ist absolut lustig. Das finde ich gut. Die sind lustig. Ja. Ihr kommt beim nächsten Mal rein, okay? Aber ja. Einer, der jetzt hier nicht drin ist, der kriegt eine extra Mystery Box, ist an meine Lösungsmöglichkeit rangekommen. Audrey Hepburn hat zusammen mit Sean Connery in der Robin Hood-Verfilmung Robin und Marian gespielt. Ja, Blake Edwards. Sean Connery und Nicolas Cage haben zusammen in The Rock gespielt. Nicolas Cage ist das amerikanische Gesicht von Martin Kessler. Genau, das ist, Kessler ist die deutsche Stimme. Ich mach's jetzt rückwärts. Das amerikanische Gesicht. Ich glaube, das mag Martin, wenn ich mir das sage. So. Aber natürlich Martin Kessler und Thorsten Sträter, unter anderem natürlich auch unser Intro-Sprecher, aber er ist zusammen mit Thorsten auf der Vinyl-Platte Es ist nicht spät für eine glückliche Kindheit zu hören. Es ist nie zu spät, Entschuldigung. Also, da ist Marc Erdbrügger aus Bad Oeynhausen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du kriegst eine separate Mystery Box. Mein Weg wäre gewesen, Sean Connery, Audrey Hepburn, Robin Marian, Sean Connery, Gerd Fröbe, Goldfinger, Gerd Fröbe, Deutscher Kleinkunstpreis, Thorsten Sträter, Deutscher Kleinkunstpreis. Hat der den Deutschen Kleinkunstpreis? Ja, für seinen Ringelnatzabend. Wann? 1971. Geil, echt jetzt? Sowas Gerd Fröbe, das weiß ich. Deutschen Kleinkunstpreis. Siehste? Aber, wie gesagt, Marc Erdbrügger aus Bad Oeynhausen, du kriegst eine separate Mystery Box, weil du am nächsten dran warst. Die anderen kommen jetzt. Ralf, du darfst... Oh, Glücksfee. Du darfst die Glücksfee... Eins, ne? Einen, genau. Und Ralf liest vor... Steffen Hamann, früher Witten, jetzt Hamburg. Steffen. Glückwunsch. Mensch, Steffen Hamann. Gruß nach Hamburg. Beine. Vielleicht sehen wir uns am, wievielten sind wir in Hamburg? Im Schmidt? 4. Dezember im Schmidtchen. Live-Podcast Sträter Bender Strebe. Yeah. Mit Gast, oder? Wahrscheinlich mit Gast. Wir gucken mal. Die nächste Mystery Box geht an den oder diejenigen, die folgende Antwort an die E-Mail-Adresse post@streterbender-strebeck, ne? Ja, genau. Wir blenden das auch ein. Nicht über Facebook, nicht über Twitter, nicht über Instagram. post@streterbender-strebeck. Was ist die Verbindung von Morgan Freeman und dem viel zu früh verstorbenen Wiglaf Droste? Oh ja. So. Wie ein stehen lassen Wiglaf und sagen. Droste, Morgan Freeman. Wiglaf Droste hat nicht nur Bücher geschrieben. Okay. Ja, und Wiglaf Droste war ein großer Künstler, ein der großer uns allen Künstler. Sehr fehlen wird. Ein großer sehr, Künstler. Ein sehr lustiger Sezierer der deutschen Sprache und der üblichen Schrullen, die wir uns erlauben. Und auch aber ein ganz schöner grumpeliger Knilch auch. Das aber, dann war ein grumpeliger Knilch, aber weißt du. Ja, also. Wir wollen doch jetzt nicht verurteilen, dass wir so ein bisschen krank sind. Nein, hier der und war da, aber großartig. Der war absolut. Der war aber großartig. Anders als du. Ich habe ihn auch kennengelernt. Und er hat mir erlaubt im letzten. Ich meinte eigentlich auch Hennes und nicht mich, weißt du? Aber ein Scheiß der Hund drauf. Im letzten Ruhrpott-Asterix hat er mir erlaubt, ein Zitat von sich zu verwenden. Auf sie mit Idyll. Ja, ich bin mir sicher, hat ein gutes Herz. Und genau. Hinter dieser harten Kruste war ein gutes Herz. Und das ist manchmal so bei Leuten mit harter Kruste, dass unter dieser harten Kruste, die manchmal schwarz gekleidet ist, ein großes Herz ruht. Und nicht nur ein großes Herz. Wir bedanken uns bei euch und grüßen auch mal an dieser Stelle alle Patreons von uns. Gary, ja, das kannst du machen. Soll ich dir jetzt alle Namen? Nicht alle Namen. Aber wie viel sind es denn? Ich habe das immer noch nicht gecheckt. Also ich erkläre es dir gleich. Patreons, ich soll... Halt doch mal die Fresse. Dankeschön. Ganz viele Patreons habe ich jetzt gehört. Ich wollte eigentlich einen separaten Clip aufnehmen, aber ich konnte mich nicht aufraffen. Bist du mit einem Bild? Ich kann gleich. Mich selber winken sehen. Weiter so. Weiter das so. Das wird sich auszahlen. Vor allem jetzt für euch. Für uns primär. Ja, aber... Nein, für euch. Auch für euch. Wir kriegen... Quid pro quo. Ad Astra. Errare humanum est. In Campari Soda. Können wir jetzt, Also, es soll sich mit der Lotion einreiben. Die laufen jetzt hier gerade im Hintergrund oder genau. Neben uns um uns. Alle Patreons laufen hier. Patreons.
Ich habe noch ein Buch mit reingeschmissen. Habt ihr das gesagt? Ja. Vielleicht freut sich ja jemand. In die Mystery Box kommt ein signiertes Ralf-Rute-Buch. Signiert, und, reingemalt. Like uns, folgt uns, empfiehlt uns weiter viral, damit noch mehr Leute uns gucken. Genau. Und Schaut mal bei Patreon vorbei. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram. Wir haben eine Kartoffel im Mund. Und wir haben eine Kartoffel im Mund. Und Ralf-Rute ist es auch. Wir sind nicht nur viral. Ich bin nicht bei Patreon, aber sonst. Nein, aber wir sind nicht nur viral befreundet, sondern auch mein lieber Freund in echt. Ja, das stimmt doch. In echt. Seit deswegen so vielen bin ich doch Jahren. Hier. Und deswegen. Reine Liebe. Ist, ja, das ist eben. Oh, ist der Rute schön. Wird berechnet. Wir danken tausendmal. Weil wir noch nie gehört. Hast du dir den bis zum Schluss aufgehoben? Ja. Mein Gott, ist das gut. Vor allem, wo der Thorsten in einem meiner Videos mal ein Navigationssystem gesprochen hat. Da schließt sich der Kreis nämlich wieder. Mhm. Danke, lieber Ralf, dass du bei diesem. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese 48 Stunden Material mit euch aufzunehmen. Wir senden das in 70 Clips, eine Minute 30. Das als Timelapse müsst ihr euch das angucken, weil sonst reicht ein Menschenleben gar nicht aus, um sich das alles reinzuziehen. So, Freunde. Und das Schlusswort. Ja. Schön war's. Schlusswort. Die Hosen wieder danke, anziehen. Dass du da warst. Sehr gerne. Und das Schlusswort hat wie da immer. Gewesen sein, danke an die Technik. Nächstes ist übrigens der 61. Podcast. Das war unser 60. Das war unser 60. Unser 60. Podcast. Das war mal ein verrückter 60. Über fünf Jahre. 60. Podcast. Das war jetzt der 60. Es ist der 60. Ja. Danke, Gundula. Aus dem Off kriegen wir die Bestätigung. Applaus, Gundula. Wir hören gerade Houston. Ja, es war der 60. Und das Schlusswort hat natürlich wie immer Gary the Man. Strieberg. Kappenwutzi. Bitte. Kappenwutzi. Alles Gute, auch beruflich. Ich mach mal so. Tschüss. Das war Ralf Rute. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. Was ich total vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass wir bei Viele Wege führen nach Om, den anderen Podcast, den ich mit meinem Kollegen und Freund Roland Heeb mache, dass wir da jetzt Andi Brinks interviewt haben. Ja, genau, unseren letzten Gast. Und wir dann auch mal ganz intensiv über seinen Film Full Circle gesprochen haben. Also, wer nicht genug kriegen kann von Andi Brinks, und wer kann das schon, der sollte mal reinschauen bei Viele Wege führen nach Om. Findet ihr bei YouTube und auch bei iTunes. Okay, bis dann, ciao.